Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mona, lieber Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gern zu euch gekommen, allerdings mit einem leicht weinenden Auge, als ich erfahren habe, dass Harald bei euch weggeht. Nämlich Harald kenne ich, glaube ich, von euch allen am längsten. Nämlich Harald hat mir damals, als ich angefangen habe, als Sprecher vom LAK Öko in Bayern, den wieder aufzubauen, hat mir Harald als Sprecher damals BAG Ökologie sehr, sehr geholfen. Deshalb, wie gesagt, am längsten kenne ich von euch allen NRW-Grünen, nicht böse sein, Harald, und habe am längsten eine Geschichte mit ihm. Und er hat mir am meisten und intensivsten geholfen, insbesondere beim Öko-Thema. Deshalb auch von mir, danke Harald. In einer knappen Woche beginnt in Bayern, meiner Heimat, ein durchaus bedeutendes Ereignis, nämlich da ist mal wieder G7-Gipfel in Deutschland. G7-Gipfel, beziehungsweise damals hieß ja noch G8-Gipfel, gab es schon mal in Deutschland, damals in Heiligendamm. Und an diesen G7-Gipfeln und an diesem Ereignis in einer Woche wird man wunderbar studieren können, wie die Methode Merkel eigentlich funktioniert, wie Frau Merkel Politik macht. Wir werden wieder sehen, wunderschöne Bilder mit Barack Obama, wir werden wunderschöne Bilder mit Herrn Hollande sehen, wir werden ein schönes Schloss sehen, wir werden eine wunderbare Tagesordnung erkennen können. Frau Merkel wird alle Probleme ansprechen, ganz sicher nach bestem Wissen und Gewissen wird sie die Probleme ansprechen. Sie wird die Probleme um Ebola auf die Tagesordnung setzen, sie wird die Klimakrise auf die Tagesordnung setzen, auch klassisch grüne Themen wie die Verschmutzung der Meere, wie die Rechte der Frauen. Es steht alles wunderbar auf der Tagesordnung und dann am Ende wird man sich fragen, ja, was folgt denn aus dem Ganzen? Was ist denn aus dem Ganzen gefolgt? Wenn wir uns anschauen, was 2007 war, auf dem Gipfel in Heiligendamm, was ist passiert seitdem? Da hat Merkel auch ganz vieles versprochen. Da gab es auch schöne Bilder, da gab es auch wunderbare Erklärungen. Da sollte auch die Welt gerechter werden, da sollte die Globalisierung gerechter gestaltet werden, da sollte Klimaschutz stattfinden. Und was ist seitdem passiert? Was ist real passiert? Haben wir eine Finanztransaktionssteuer? Ist die Finanztransaktionssteuer gekommen, ja oder nein? Nein, sie ist nicht gekommen. Was ist mit dem Klimaschutz passiert? Damals auch schon versprochen. Ist der Klimaschutz in der Form gekommen, wie wir ihn brauchen? Nein, der Klimaschutz ist nicht gekommen in der Form, wie wir ihn brauchen. Sind die Banken jetzt so reguliert, dass sie keine Gefahr mehr für den Wohlstand sind und für den Geldbeutel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Nein, es ist viel davon geredet worden, dass die Banken zu regulieren sind, aber passiert ist es in Wirklichkeit nicht. Und lasst mich, auch wenn wir in der Ökodebatte sind, ein paar Punkte noch erwähnen, wo sich besonders deutlich zeigt, wie die Methode Merkel funktioniert. Die BND-Affäre, die Affäre, die letztendlich durch den mutigen Whistleblower Edward Snowden ins Rollen gebracht worden ist. Ihr erinnert euch noch, im Herbst 2013, es war Wahlkampf und Frau Merkel war in gewissen Schwierigkeiten, was die BND-Affäre, was die NSA-Affäre anging. Und wie hat Frau Merkel reagiert? Sie hatte Sorge, dass sie das in Schwierigkeiten bringen könnte, dass der Wahlkampf nicht ganz so laufen könnte, wie es funktionieren soll. Also hat Frau Merkel eine wunderschöne Fassade errichtet, damit nicht die Wirklichkeit in die Merkel-Welt einbricht. Und was hat sie gemacht? Sie hat uns allen ihren Kanzleramtsminister geschickt, einen bekannten Gaukler. Sie hat einen Herr Pofalla geschickt. Und was hat Herr Pofalla gemacht? Herr Pofalla hat sich hingestellt, ich meine, am berühmtesten geworden ist ja sein schöner Ausspruch, die NSA-Affäre ist beendet. Ich meine, es war besonders absurd, aber was hat Herr Pofalla noch gemacht? Herr Pofalla hat sich hingestellt und hat erklärt, die Amerikaner haben uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. So stand Herr Pofalla da. Und Frau Merkel sagt jetzt heute, wunderschön, sie hat damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Kann sich einer, auch nur einer hier im Saal vorstellen, denn die Amerikaner haben uns nie ein No-Spy-Abkommen angeboten. Sie haben sogar dezidiert gesagt, es wird kein No-Spy-Abkommen geben. Kann sich irgendeiner im Saal vorstellen, und wir werfen Merkel ja viel vor, dass die wirklich so naiv war zu glauben, dass die Amerikaner uns ein No-Spy-Abkommen angeboten haben und dass sie wirklich nicht weiß, was ihr eigener Kanzleramtsminister öffentlich erklärt, dass sie jetzt sagt, nach bestem Wissen und Gewissen hat sie das damals bekannt gegeben? Ich glaube es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sonst irgendjemand glaubt. Wir haben also eine Kanzlerin, die in einem zentralen Punkt die Öffentlichkeit getäuscht hat,
die Öffentlichkeit hinter die Fichte geführt hat. Und landläufig nennt man sowas eigentlich gelogen. Und jetzt sagt sie, nach bestem Wissen und Gewissen. Und man könnte ja vielleicht erwarten oder hoffen, dass sie daraus was gelernt hat, dass sie deshalb jetzt was verändert. Aber am 11. Mai erst, 11. Mai diesen Jahres, hat sie erklärt, dass dem BND-Untersuchungsausschuss alle Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Sie hat sogar noch gesagt, alle Unterlagen werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Und selbstverständlich war es die Unwahrheit. Selbstverständlich war es die Unwahrheit. Es hat nur 3 Tage gedauert. Es war damals, als es gesagt hat, schon die Unwahrheit. Aber es hat nur 3 Tage gedauert. Dann ist klar geworden, dass die sogenannten Selektorenlisten, wo es darum geht zu erkennen, welche europäischen Partner, welche europäischen Firmen und welche europäischen Menschen vom BND mit Hilfe des NSA ausspioniert worden sind. Diese Selektorenlisten bekommt der Bundestag nicht. Aber auf eins könnt ihr euch verlassen. Auf eins könnt ihr euch verlassen, das ist wirklich selbstverständlich, dass wir in der Bundestagsfraktion nichts unversucht lassen, diesen Skandal aufzuklären, an die Listen ranzukommen und öffentlich zu machen und öffentlich zu thematisieren und das zu verändern, welche Skandale da gelaufen sind und wir Merkel diesen Skandal einfach schlichtweg nicht durchgehen lassen. Und wenn wir in die Welt schauen, dann stellen wir fest, dass die Welt heftig in Aufruhr ist, so heftig in Aufruhr wie schon lange nicht mehr. Ich meine, es war jemand vorher von der Flüchtlingsinitiative da, der sehr bewegend geredet hat, was in Irak und in Syrien passiert. Aber es ist ja nicht nur die einzige Region in der Umgebung Europas. Wir haben Ukraine, wir haben Irak, Syrien, wir haben Jemen, wir haben Südsudan, wir haben Zentralafrikanische Republik, wir haben Mali, wir haben Libyen und noch weitere Länder mehr, wo Staatszerfall und Bürgerkriege stattfindet. Und jetzt wissen wir, und wir Grüne haben das auch in mancher Hinsicht zum Teil schwierig lernen müssen, dass man nicht alle Konflikte, selbst wenn man sich wirklich bemüht, auf die ohne weiteres lösen kann. Wir haben sehr, sehr drum gerungen, den Afghanistan-Konflikt zu lösen, und da ist immer noch nicht alles gut, um ein anderes Wort abzuwandeln. Aber was wir wissen und was nicht sein kann, ist, dass an den Südgrenzen von Europa, der Europäischen Union, das Mittelmeer sich in einen Friedhof verwandelt, und anstatt eine Seenotrettung, wir de facto nur ein Grenzregime errichten. Das ist etwas, was wir nie zulassen dürfen, was wir dafür kämpfen müssen, dass sich das ganz, ganz grundlegend ändert, nämlich mit jedem Flüchtling, der im Mittelmeergebiet ertrinkt, mit jedem Flüchtling, der da ertrinkt und der nicht gerettet wird, ertrinken auch unsere Werte, gehen unsere Werte mit unter. Und deshalb lasst uns ganz, ganz intensiv dafür kämpfen, dass dieser Mindeststandard wenigstens erreicht wird. Und es ist einfach absolut skandalös, dass wir in Deutschland einen Innenminister haben. Einen Innenminister, der Seenotrettung diffamiert als Anreiz zur Flucht. Ja, was glaubt der Mensch denn, warum diese Menschen fliehen? Ja, was stellt sich der denn vor? Die fliehen doch nicht deshalb, weil es eine Seenotrettung gibt, sondern die fliehen deshalb, weil Krieg, Bürgerkrieg, schrecklichste Verbrechen, Vergewaltigung und Vertreibung in ihrer Heimat passiert. Ich weiß, Heimat ist in manchen Regionen ein belasteter Begriff. Ich komme aus Bayern. In Bayern ist der Begriff nicht so belastet. Da verwenden wir Grüne ihn gerne, weil nicht bei uns ist die Hauptzerstörerin der Heimat die CSU mit ihrer Betonorgie. Aber das nur am Rande. Aber man verlässt ja seine Heimat nicht einfach fahrlässig. Man gibt sie nicht einfach auf, sondern da muss verdammt viel passieren, dass man sie aufgibt. Und es passiert verdammt viel. Und unsere verdammte Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass diese träge Bundesregierung, die einfach Angst hat, eine vernünftige Politik zu machen, die Angst hat, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge entsprechend untergebracht wird. Unsere Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass diese Bundesregierung dazu getrieben wird, dass die Menschen endlich gerettet werden. Wir wissen auch nicht auf alle Probleme die Lösung. Aber eins wissen wir sicher, die Menschen, die fliehen, müssen gerettet werden und haben Anspruch auf eine würdige und anständige Unterkunft und eine anständige Behandlung.
Und ich bin auch deshalb so gerne nach NRW gekommen, weil in NRW die Grünen mitregieren und auf die realen Probleme der Welt mit realer Politik reagiert wird. Nämlich die echte Welt hat echte Politik verdient und keinen Fassadenbau und keine Scheinpolitik. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die vielen ökologischen Probleme, die wir haben auf der Welt, in Deutschland und auch in NRW, adressiert ihr, bearbeitet ihr gerade ein sehr, sehr wichtiges Problem. Ein Problem, das häufig übersehen wird, und das ist die Aussterbekatastrophe, das ist, die Maßnahme dagegen ist der Naturschutz. Wir wissen ja alle, es ist relativ bekannt, dass die Klimakrise uns in große Schwierigkeiten bringen wird. Die zweite große ökologische Problem, das es weltweit gibt, ist die Aussterbekatastrophe. Im Moment sterben weltweit so viele Arten aus, wie seit 70 Millionen Jahren nicht mehr. Und auch in Deutschland ist ein Drittel aller Arten bedroht oder vom Aussterben bedroht. Die roten Listen, die das illustrieren, werden immer länger und immer bedeutsamer. Und da geht es nicht nur um ein ästhetisches Problem. Und es geht auch nicht nur um ein moralisches Problem. Es ist natürlich auch bitter und traurig, wenn unsere Kinder oder Kindeskinder irgendwann keine Schmetterlinge mehr erleben, keine Feldvögel, keine Wiesenblumen oder wenn man es international betrachtet, wenn es keine Tiger mehr gibt, wenn es keine großen Wale mehr gibt oder wenn die Regenwälder nahezu verschwunden sind und die Orchideen, die in ihnen wachsen, mit. Das ist bitter und traurig und auch eine moralische Frage, wenn wir einen erheblichen Teil des Artenbestands dieses Planeten zerstören. Aber es geht da um viel, viel mehr. Was da immer unterschätzt wird, es geht nicht darum, dass die eine oder andere Art ausstirbt, sondern die Artenvielfalt webt ein dichtes Netz, das schafft die Lebensgrundlagen, auf der wir leben. Nämlich die Ökosysteme brauchen eine gewisse Mindestartenvielfalt, um stabil zu sein. Und wir sind gerade dabei, diese Lebensgrundlagen, die uns tragen und die dafür sorgen, dass wir eine Chance haben zu überleben, diese Lebensgrundlagen selbst zu zerstören. Und es ist Quatsch, was man ganz häufig lesen kann, dass es darum geht, den Planeten zu retten. Der Planet braucht keine Rettung. Der hat sogar schon andere Dinge überstanden und auch die Natur als uns. Aber was eine Rettung braucht, sind unsere Lebensgrundlagen. Und zwar für uns und insbesondere, da ökologische Probleme sehr, sehr lange brauchen, bis sie hart wirken. Was insbesondere Rettung braucht, sind die Lebensgrundlagen unserer Kinder und Kindeskinder der zukünftigen Generationen. Und wenn wir das mal nüchtern betrachten, wer, wenn nicht wir Grüne, soll das denn machen? Wer, wenn nicht wir Grüne, hat verstanden, dass es bei der Rettung der Artenvielfalt um mehr geht als ein paar Schmetterlinge oder ein paar Frösche? Wer, wenn nicht wir Grüne? Deshalb bin ich so froh, dass ihr euch in die Konflikte reintraut, dass ihr euch in die Auseinandersetzungen reintraut, dass ihr nicht zurückschreckt, wenn die Jägerlobby zu Tausenden erscheint. Deshalb bin ich so froh, dass ihr nicht zurückschreckt, wenn ein Prinz, es ist kein Faschingsprinz, wie ich jetzt lernen musste, sondern angeblich ein echter Prinz, wenn ein Prinz gegen einen Nationalpark ankämpft. Deshalb bin ich so froh, wenn es euch gelingt, auch in Zeiten knapper Kassen einen Naturschutzetat zu erhöhen. Denn das ist zentral. Und deshalb bin ich auch so froh, wenn es euch gelingt, dafür zu sorgen, dass die Landwirte, nicht alle Landwirte, aber manche Landwirte, nicht mehr ganz so viel Gülle auf die Felder schütten und damit die Artenvielfalt unter der Gülle ertrinken. Nämlich darauf kommt es an. Und nur wir Grüne, es gibt keine andere Partei, die das im Kern verstanden hat, ist in der Lage, dafür zu sorgen. Deshalb macht weiter so, kämpft weiter so und sorgt dafür, dass der Naturschutz eine weitere gute Zukunft in NRW hat. Und wenn ich mir das zweite große weltweite ökologische Problem anschaue, dann ist es die Klimakrise. Und bei der Klimakrise erleben wir wieder aufs Wunderschönste, Bitterste oder Traurigste, je nachdem, wie man es ausdrücken mag, die Methode Merkel. Auch wieder auf dem G7-Gipfel und schon davor stellt sie sich hin und sagt, Klimaschutz ist wichtig. Ja, Klimaschutz ist wichtig. Da hat sie recht, die Frau Merkel. Klimaschutz ist wichtig. Aber warum passiert dann so wenig? Worum geht gerade die Debatte in Deutschland? Die Debatte um Deutschland geht darum, ob wir die Klimaschutzziele,
fürs Jahr 2020 noch einhalten können oder nicht. Und um diese Klimaschutzziele noch einhalten zu können, und das sind ja keine Ziele, die man sich einfach so gesetzt hat, weil man Klimaschutz haben will, sondern diese Klimaschutzziele wollen wir einhalten, um unsere Lebensgrundlagen nicht zu zerstören, eben um unsere Ökosysteme nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und diese Klimaschutzziele, deren Einhaltung ist gefährdet. Und warum ist sie gefährdet? Gefährdet ist sie deshalb, weil der Emissionshandel auf europäischer Ebene, sperriger Begriff, einfach so zerlöchert worden ist von Lobbyisten, dass er schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und deshalb sind die Ältesten. Und deshalb sind die ältesten und stinkigsten Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke mit die effizientesten. Und die produzieren Unmengen CO2. Und lass uns mal ehrlich sein, wenn wir wirklich über Klimaschutz reden, dann muss man sich einfach ein paar Dinge klar machen. Was heißt Klimaschutz? Klimaschutz heißt, dass wir aufhören müssen, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und am Ende auch Erdgas zu verbrennen. Das bedeutet, das alles muss im Boden bleiben. Und wenn das alles im Boden bleiben muss, dann legen wir uns natürlich mit den Geschäftsmodellen mächtiger Konzerne an. Weltweit die mächtigsten und größten Konzerne sind die Erdölkonzerne. Und was haben wir vor, wenn wir Klimaschutz ernst meinen? Was wollen wir dann mit dem Geschäftsmodell der mit weltweit mächtigsten und größten Konzerne, mit den Rohölkonzernen? Wir wollen deren Geschäftsmodell kaputt machen. Wir wollen deren Geschäftsmodell sogar abschaffen. Das heißt nämlich Klimaschutz. Klimaschutz ist die Abschaffung des Geschäftsmodells für die Erdölkonzerne, für die Kohlekonzerne und am Ende auch für die Erdgaskonzerne. Und deshalb ist es umso armseliger, wenn Gabriel, von dem man ja dachte, er ist eher der Kumpel der Kohlelobby, wenn Gabriel ein ganz winziges Programmchen in Auftrag gibt, eine Kohleabgabe, die 22 Millionen Tonnen einsparen soll, was gut 10% ist dessen, was wir bis 2020 noch einsparen müssen. Wenn Gabriel das in Auftrag gibt, wie reagiert dann die Kanzlerin? Ich meine, er ist immerhin ihr Vizekanzler. Er gibt es in Auftrag, IGBCE, Herr Laschet, also ich glaube, ihr kennt ihn hier in NRW, man kennt ihn auf Bundesebene inzwischen eher als Kohlelobbyist, Herr Laschet, Herr Seehofer und all die Gestalten treten Gabriel so lange in die Kniekehlen, bis er selbst bei seinem winzigen Programmchen einknickt. Und die Kanzlerin schweigt dazu. Und dann stellt sie sich wieder hin auf den G7-Gipfel und sagt, Klimaschutz ist wichtig. Ja, was heißt denn, wenn Klimaschutz wichtig ist? Das heißt, dass Klimaschutz auch in Deutschland passieren muss, dass Deutschland ein Vorbild sein muss. Und das heißt, wir müssen in Deutschland erst mit einer Kohleabgabe und dann nach und nach raus aus der Verbrennung von Braunkohle, dann von Steinkohle und am Ende auch aus der Verbrennung von Erdöl und Erdgas. Das muss man konkret in Deutschland hier umsetzen und nicht nur auf internationalen Konferenzen versprechen. Oh, das ist lieb. Und deshalb bin ich auch so gerne hier bei euch, weil ihr habt den Mut zum Konflikt. Ihr habt den Mut zum Konflikt bei Fracking. Ihr habt den Mut zum Konflikt bei Klimaschutz. Und jetzt schauen wir uns wieder im Verhältnis dazu die Kanzlerin an. Was ist bei der Kanzlerin? Ich meine, sie wird ja immer gelobt. Mächtigste Frau Europas. Mag ja sein, mächtigste Frau Europas. Aber als es darum ging, die schon total schwachen, die schon total zahmen CO2-Grenzwerte für die Autoindustrie auf europäischer Ebene. Alle europäischen Länder hatten sich schon auf diese CO2-Grenzwerte geeinigt. Es war ein schwacher Kompromiss, ein harmloser Kompromiss. Und was passiert dann? Dann gibt es eine große Spende vom BMW, es gibt einen Anruf vom BMW und Frau Merkel, und da ist sie jetzt plötzlich wieder sehr mächtig, legt sich ins Zeug und zerschießt diese CO2-Grenzwerte. Dabei brauchen wir doch das glatte Gegenteil. Und ich meine, da muss man sich einfach trauen. Da muss man einfach in den Konflikt reingehen. Da muss man sagen, so nein, auch wenn BMW anruft, auch wenn Mercedes anruft oder wenn vielleicht auch VW anruft. Nein, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen innovative Autos, wir brauchen
den Ausstieg aus der Verbrennung von Erdöl in der Mobilität. Wir brauchen Mobilität, die ohne Erdöl auskommt. Das muss man sich trauen, dafür muss man kämpfen, das muss man durchsetzen. Und natürlich brauchen wir die Wirtschaft, um diese Dinge umzusetzen. Aber die Wirtschaft gibt es ja gar nicht in diesen Punkten. Es gibt Enercon, die beim Klimaschutz natürlich auf unserer Seite sind. Es gibt den Braunkohleabbau, der natürlich unser Gegner ist. Und es gibt Autokonzerne, wo Teile davon Hybridautos produzieren wollen, wo Teile davon Wasserstoffautos produzieren wollen und andere Teile dieser Konzerne wollen selbstverständlich am alten Geschäftsmodell festhalten. Aber da muss man halt einfach rein in die Auseinandersetzung. Und es braucht doch keiner glauben. Und es ist doch vollkommen logisch. Und es wäre ja auch ungewöhnlich, wenn man einfach nur mit denen reden müsste. Und dann sagt plötzlich der Erdölkonzern, stimmt, ihr habt recht, mein Geschäftsmodell macht unsere Lebensgrundlagen kaputt. Ich gebe mein Geschäftsmodell auf. Dann sagt plötzlich Braunkohle, ihr habt recht, unser Geschäftsmodell zerstört unsere Lebensgrundlagen. Oder sagt plötzlich Porsche, ihr habt recht, Autos, die 30, 40 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer, zerstören unsere Lebensgrundlagen. Nein, das muss erkämpft werden. Da müssen gesellschaftliche Mehrheiten her. Und ihr habt gezeigt, wie das geht. Ihr habt mit Garzweiler 2 gezeigt, wie es geht, nicht nur zu verhindern, dass es ein neues Braunkohleabbaugebiet gibt, sondern ein bestehendes Braunkohleabbaugebiet zurückzubauen. Das ist grüne Politik und das ist der ganz große Unterschied zu Frau Merkel. Ihr macht reale Politik, Frau Merkel stellt Fassaden auf und wir Grüne stehen für reale Politik und dafür danke ich euch. Aber was für uns Grüne auch ganz entscheidend sein muss, es muss einem klar sein, dass natürlich diese starken Veränderungen, die notwendig sind und der Ausstieg aus der Kohle, aus der Erdöl- und der Erdgasverbrennung, dieser Ausstieg wird natürlich ein starker Umbau unserer Wirtschaft zur Folge haben. Und da haben natürlich die Menschen Sorgen. Und deswegen brauchen wir, weil man braucht Sozialpolitik und Gerechtigkeit als Wert an sich und aus sich selbst heraus. Aber gerade wir Grüne brauchen auch eine gute, funktionierende, starke Sozialpolitik, eine gute Transformationspolitik, eine Politik, die den Menschen die Angst vor der Veränderung nimmt. Das ist ganz, ganz zentral. Nämlich, was ist, wenn jemand bis jetzt im Bereich des Braunkohleabbaus gearbeitet hat? Natürlich hat er Angst, dass sein Job wegfällt. Hat er Angst, dass er keinen mehr adäquat bezahlten Job findet. Und deshalb nicht, wir brauchen Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit als Wert an sich. Aber für den ökologischen Umbau, um die Widerstände gegen den ökologischen Umbau nicht völlig überbordend werden zu lassen, auch dafür brauchen wir soziale Gerechtigkeit, brauchen wir entsprechende Maßnahmen, dass die Menschen die Ängste vom Umbau unserer Gesellschaft genommen werden. Und auch deshalb brauchen wir eine gute Bildungspolitik. Erstmal eine gute Erwachsenenbildungspolitik, aber auch um den Menschen Ängste vor der Veränderung und insbesondere Ängste für die Zukunft ihrer Kinder zu nehmen, brauchen wir eine Bildungspolitik, die auf Chancengerechtigkeit setzt. Denn was gibt es Ungerechteres, als wenn von vornherein feststeht, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, welche Eltern du hast, das entscheidet darüber, welche Bildungschancen und damit welche Lebenschancen du hast. Und ich weiß, dass Bildungspolitik ein ganz extrem anstrengender und komplizierter Politikbereich sein kann. Man hat es manchmal mit schwierigen Eltern zu tun, man hat es manchmal auch mit nicht ganz einfachen Lehrern zu tun, aber eine gerechte, nur die Schüler sind super, das ist logisch. Aber eine gerechte Bildungspolitik, eine Bildungspolitik, die natürlich nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigen kann, aber die zumindest die Chancengerechtigkeit wieder erhöht. So eine Bildungspolitik ist es wert, dafür zu kämpfen, dafür in harte Auseinandersetzungen zu gehen, auch Anfeindungen zu ertragen und deshalb auch in der Hinsicht Dank an euch, dass ihr euch die Mühe macht,
Dank an Silvia Lörmann, dass ihr euch die Mühe macht, für mehr Chancengerechtigkeit zu kämpfen. Denn wenn es irgendwas gibt im Bereich, wo es sich wirklich lohnt zu kämpfen, ist, dass Kinder die Chance haben, wenigstens die Chance haben auf einen einigermaßen gerechten Start ins Leben. Und deshalb kämpft weiter für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung. Aber auch international muss sich sehr, sehr viel ändern, was sowohl die Ökofrage als auch die Gerechtigkeitsfrage angeht. Und ich meine, international diskutieren wir ja gerade mit am stärksten die schönen TTIP-Abkommen, Freihandelsabkommen. Die Befürworter erhoffen sich davon, dass dadurch mehr Arbeitsplätze entstehen, dass das Wirtschaftswachstum steigt. Sie mussten jetzt vor kurzem zugeben, dass sie das Wirtschaftswachstum von 0,5%, das sie gesagt haben, 0,5% mehr Wirtschaftswachstum ist eh schon nicht so viel, aber immerhin 0,5% mehr Wirtschaftswachstum, mussten sie zugeben, dass das gar nicht, wie sie suggeriert haben, pro Jahr gedacht war, sondern vielleicht in 10 Jahren. Also der Hauptvorteil von TTIP soll sein, 0,05% mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr. Das ist, ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin Naturwissenschaftler, aber in der Naturwissenschaft würde man sagen, das ist Messungenauigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Und für diese Messungenauigkeit sollen wir Verbraucherschutzstandards aufgeben, sollen wir mit Hilfe der Schiedsgerichte, soll der Rechtsstaat und auch bestimmte demokratische Standards eingeschränkt werden. Und was für mich auch die Frage ist, ist bei diesem Freihandelsabkommen in der Form, es ist ja viel von Chlorhühnchen und Antibiotikahühnchen die Rede. Also die Chlorhühnchen kommen aus den USA, die Antibiotikahühnchen kommen bei uns. Ich finde beides ja gleich eklig, um ehrlich zu sein. Also man sagt immer, das mit dem Chlorhühnchen ist nicht so schlimm. Ja, es ist nicht so schlimm. Aber man muss sich auch klar machen, warum gibt es denn diese Chlorhühnchen? Die Chlorhühnchen gibt es deshalb, weil die Hühner so schlecht, so artungerecht, so widerlich gehalten werden und auch noch so schmutzig geschlachtet werden, dass sie so verkeimt sind, dass man sie nicht essen kann. Also du hast so richtig verkeimtes, frisch geschlachtetes Huhn, das kannst du nicht essen, das darfst du nicht auf den Markt bringen. Also tunkst du es in eine Chlorbrühe und dadurch desinfizierst das und danach kann man es essen. Das ist jetzt nicht richtig tödlich, es ist auch nicht extrem gesundheitsschädlich. Aber ich frage mich ehrlich gesagt schon, warum wir demokratische Standards und Rechtsstaatsstandards einschränken sollen, damit wir in Europa Antibiotika-Hühnchen in die USA liefern können und die USA Chlorhühnchen zu uns. Macht es irgendeinen Sinn? Brauchen wir das? Will das jemand? Was wir stattdessen bräuchten, wären natürlich höhere Standards, sowohl national als wie international, insbesondere in der Agrarpolitik. Und in der Agrarpolitik bräuchten wir auch aus einem anderen Grund noch deutlich höhere Standards. Es hungern immer noch 800 Millionen Menschen und es wird immer unklarer, wie wir eigentlich die Milliarden von Menschen, die auf diesem Planeten leben, in der Form, wie Agrarpolitik stattfindet, ernähren wollen. Wir hören ja gern vom Bauernverband und anderen großen Lobbyorganisationen, wir brauchen die industrielle Landwirtschaft, um die Menschen zu ernähren. Aber das Gegenteil ist richtig, denn die industrielle Landwirtschaft bei uns funktioniert ja gar nicht so, dass wir Überschuss produzieren für die Welt, sondern sie funktioniert so, indem wir gigantische Mengen von Futtermitteln, insbesondere aus Südamerika, importieren. Und es gibt deshalb internationale Gründe, aber es gibt auch eine ganze Reihe von nationalen Gründen, warum wir eine andere Landwirtschaftspolitik brauchen. Was sind die nationalen Gründe? Ich meine, wir haben eine Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene und zum Teil auch auf europäischer Ebene. Da versuchen ja auch die grünen Landwirtschaftsminister, bei euch Johannes Remmel, einiges zu ändern. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass wir in Deutschland das am stärksten verschmutzte Grundwasser von allen europäischen Ländern mit Ausnahme von Malta haben. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass wir Hunderte und Aberhunderte von Tonnen von Antibiotika verwenden. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene, die dafür sorgt,
dass man Tiere nur, indem man sie amputiert, halten kann, indem man zum Beispiel den Hühnern die Schnäbel kürzt, weil sie sich sonst gegenseitig umbringen. Wir haben eine Landwirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass die inzwischen eine der Hauptursachen fürs Artensterben ist und ein Drittel zur Klimakrise beiträgt. Das sind doch alles verdammt gute Gründe, um diese Art von Landwirtschaftspolitik zu ändern. Und dann... Und dann geben wir dafür auch noch über 50 Milliarden Euro aus auf europäischer Ebene, in Deutschland 5 Milliarden Euro. Dafür, dass wir unser Grundwasser verseuchen, antibiotikaresistente Keime züchten, Tiere quälen und unsere Natur verwüsten. Das macht doch keinen Sinn. Lasst doch uns diese 5 Milliarden Euro, die wir in Deutschland dafür ausgeben, einfach dafür ausgeben, dass die Landwirte eine Chance haben, die anständig produzieren, dafür, dass die Natur geschützt wird, das Trinkwasser sauber ist und die Tiere anständig gehalten werden. Und deshalb zum Abschluss. Ökologiepolitik ist nicht alles und für uns Grüne auch nicht alles. Aber ohne eine lebenswerte Umwelt, ohne funktionierende Ökosysteme, das heißt ohne Lebensgrundlagen, die uns tragen, auf die wir uns verlassen können und ohne die Ökosysteme so stabil sind, dass wir Landwirtschaft betreiben können, ohne solche Ökosysteme, ohne so eine stabile Umwelt, ohne all das ist alles andere verdammt wenig und deswegen bin ich wahnsinnig stolz drauf, was ihr bisher erreicht habt in NRW und wir werden alle gemeinsam dafür kämpfen, dass ihr eure erfolgreiche Politik im Öko- und im Umweltbereich fortsetzen kann. Nicht NRW braucht es, die Bundesrepublik braucht es und die ganze Welt braucht mehr grüne Politik, auf das auch die zukünftigen Generationen noch eine lebenswerte Umwelt und lebenswerte Lebenschancen vorfinden. Vielen Dank. E-Mail and Social Media, okay. Das heißt, gerne werden wir als Landesverband diese tolle Aktion mit unterstützen. Und ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, ob man dann nicht mit dem ADFC auf Landesebene auch mal reden könnte, ob die nicht auch da mit dabei sein wollen. Super, also ganz herzlich willkommen. Ich will jetzt gerne Johannes, unserem Minister, auch noch 3 Minuten das Wort geben, weil Johannes sozusagen ja der festen Überzeugung ist, zu Recht, Klimaschutz funktioniert nicht ohne die Leute, die ihn mitmachen. Deswegen, Johannes. Nicht nur, er funktioniert nicht ohne die Leute, sondern die tragen den Klimaschutz. Das ist unser Konzept, Klimaschutz von unten, von Bielefeld über Düsseldorf, Aachen nach Paris zu tragen. Da findet der heute schon statt, an der Ladentheke, bei den Menschen in kleinen und mittleren Unternehmen, bei Stadtwerken, in den Kommunen. Und wir auf Landesebene und die nationale Ebene muss das noch nachholen, was von unten schon wächst. Und das ist das Tolle mit dieser Aktion, das nach Paris zu tragen. Ich war jetzt gerade in unserer Partnerregion, in Pas-de-Calais. Auch da machen sich die Menschen auf, in der Bretagne. Und es ist gut, dass das so eine Bewegung auch von unten ist. Und das passt zu uns. Und so genau definieren wir Klimaschutz. Wir brauchen viel mehr Klimagenossinnen und Genossen, die mitmachen. Und genau solche Aktionen führen dazu, dass wir noch mehr werden als grüne Klimabewegung von unten. Herzlichen Dank und viel Erfolg. So, jetzt schnelle Foto. Während wir jetzt noch ein Foto hier unten machen, darf ich schon mal Sven Giegold und Terry Reintke ans Redepult bitten, weil die beiden werden noch vorstellen, was die Europäische Grüne Partei für Aktivitäten bzw. Kampagnen plant im Vorfeld von Paris. Bitte schön. Wir dürfen schon anfangen, auch wenn hier gerade noch Foto-Action ist. Wir als Grüne kämpfen ja auch nicht nur für Klimaschutz und gegen den Klimawandel hier in OWL. Hört ihr mich jetzt? Okay, jetzt ist es besser.
Genau, und wir als Grüne kämpfen ja für Klimaschutz und gegen den Klimawandel nicht nur hier in OWL oder in NRW oder in Deutschland, sondern europaweit und sogar global. Und deshalb wollten wir, Sven Giegold und ich, euch nochmal vorstellen, was die Europäische Grüne Partei und auch die Gruppe im Europäischen Parlament alles so plant, weil wir eine gemeinsame europäische Mobilisierung hin zu dem Klimagipfel in Paris organisieren wollen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass neben der Tatsache, dass das jetzt wirklich die letzte Chance ist und dass wir ein verbindliches und ambitioniertes Agreement bei diesem Klimagipfel brauchen, dass wir auch eine positive Botschaft senden, dass wir sagen, um diese Klimabewegung wieder so stark zu machen, dass der Druck groß genug wird, um wirklich eine gute Vereinbarung in Paris zu erreichen, müssen wir uns eigentlich wieder in die Erde verlieben. Und auf Basis dessen werden wir eine bunte, gemeinsame europäische Klimakampagne organisieren, die sich einerseits natürlich an Fragen der Energiepolitik, der Landwirtschaftspolitik und der Verkehrspolitik orientiert, die aber andererseits auch ganz zentral Fragen von Menschenrechten in den Mittelpunkt stellt, weil wenn wir uns angucken, wer massiv von den Folgen vom Klimawandel betroffen sind, dann sind das häufig Menschen im globalen Süden, dann sind das überproportional Frauen, und das wollen wir als Grüne ganz klar machen, dass es für uns auch eine Frage von ganz grundsätzlichen Menschenrechten ist und dass wir deshalb in Paris Druck auf die Mächtigen dieser Welt ausüben wollen, damit sich daran was ändert. Und Paris, das haben unsere Französinnen und Franzosen ganz klar gemacht, ist ja der Ort, die Stadt der Liebe und die Stadt der Aufklärung. Und deshalb wollen wir diese Botschaft von, wir verlieben uns wieder in die Erde und wir wollen Klimaschutz, um unsere Lebensgrundlage hier auf diesem Planeten zu erhalten, positiv besetzen. Und deshalb da bei diesen Debatten ist dann die folgende Kampagne rausgekommen, die euch jetzt Sven vorstellen wird. Ja, und diese gemeinsame europäische Klimakampagne der Europäischen Grünen Partei ist das erste Mal, dass die Grünen europaweit in der Form eine gemeinsame Kampagne planen. Es ist für uns auch eine Chance, als Grüne zu einer kontinentalen Bewegung zu werden und uns auch kennenzulernen über die Grenzen hinweg, jenseits von uns Berufseuropäerinnen und Europäern. Und da wollen wir euch Lust drauf machen. Das Ganze beginnt mit einer Kampagne im Internet mit zwei Momenten. Erstens einem Hashtag, also einem Motto Paris Moments und Climate Moments. Ihr könnt dann so ähnlich wie bei den Bildern, die jetzt hier von der Landesseite angeboten wurde, Bilder gestalten, in denen eben erst dieses Climate Moment oder Paris Moment auftaucht. Und die Idee ist, Klimaschutz eben als ein Zukunftsthema, als etwas Positives zu verkaufen. Hier sind so ein paar Beispielbilder, wie das dann aussehen kann. Ihr baut euer Bild zusammen mit diesem Hashtag und verbreitet das dann halt in den sozialen Medien. Und so entsteht erstmal Lust auf diesen Moment in Paris. Und ihr könnt das Thema, was euch an sauberer Energie, an Klimaschutz, an Menschenrechten bei der Frage der ökologischen und sozialen Transformation wichtig ist, das eben damit rüberbringen. Und dann kommt das Ganze praktisch auf eine Mobilisierungszeitskala der nächsten 6 Monate. Das beginnt jetzt mit der Demonstration in München beim G7-Gipfel hier am 7. Juni. Dann geht es weiter, dass wir in verschiedenen europäischen Ländern Summer Schools, Sommeruniversitäten haben. Wir beide werden auch zu der französischen Sommeruniversität fahren und würden uns freuen, wenn von euch aus den Kreisverbänden Leute mitkommen nach Lille in Nordfrankreich, ist also gar nicht so weit von uns aus, dort mitkommen und die französischen Grünen besuchen. Eine solche Sommeruni gibt es in Deutschland nicht. Es wäre übrigens eine super Idee, wenn wir das auch mal anfangen würden. Aber wenn ihr Lust habt und am besten ein wenig Französisch sprecht, kommt mit uns nach Lille und lernt die Leute in Frankreich kennen. Dann gibt es eine große Konferenz in Paris zum Divestment. Das bedeutet, dass Städte und Kommunen sagen, mit unseren Geldern gehen wir raus aus allem, was mit fossilen Energien zu tun hat. Und Paris hat eben beschlossen, diesen Schritt zu machen, und immer mehr Unternehmen und Fonds gehen in Divestment. Entscheidend ist dann noch, dann gibt es eine Green Cities Konferenz in Helsinki, wo vor allem Gewählte aus den Stadträten, aber auch Bürgermeister von Grünen aus ganz Europa zusammenkommen sollen. Und schließlich gibt es dann einen ganzen Aktionstag europaweit
am 29.11. und schließlich dann noch eine große Mobilisierung nach Paris am 12. Dezember. Und parallel auf diesen Wochen vor Paris überall möglichst lokale Veranstaltungen zu Klimaschutz. Und ich glaube, was wir uns überlegen müssen, ist, in den Wochen vor Paris werden wir die Chance haben, dass Klimaschutz das Top-Thema wird. Und darauf müssen wir Grüne uns vorbereiten. Und wir bieten euch an, dass Leute aus der Europafraktion, auch aus anderen Ländern, über die EGP organisiert, zu euch in die Kreisverbände kommen und Klimaschutz zum Thema machen. Und lasst uns durch Busse, die von überall aus Deutschland, aus Frankreich, aus anderen europäischen Ländern fahren, lass uns gemeinsam diesen Paris-Moment gestalten und dafür sorgen, dass wir mit Grünen und Umweltschützern aus ganz Europa in Paris zusammenkommen und deutlich machen, wir fordern, dass dieser Moment nicht verstreicht. Wir wollen eine Klimarevolution wie aus Paris, die französische Revolution hervorging, wollen wir die Revolution für den Klimaschutz in Paris. Und wir werden dafür streiten und lass uns gemeinsam nach Paris fahren und unseren Paris-Moment dort haben. Die Stadt der Liebe muss danach die Stadt des Klimaschutzes sein. Vielen Dank. Danke Terry, danke Sven. Wir kommen dann jetzt zu einem Punkt, den wir gestern Abend verschoben haben, und zwar zur Wahl der Delegierten für den Bundesfinanzrat. Euch liegt auch dazu ein Wahlverfahren vor in den Tischvorlagen und ihr findet es dort auf Seite 22. Es ist im Grunde ganz genauso wie gestern, also regelt das Quorum, regelt die Redezeit, 3 Minuten. Und wir fragen euch auch da wieder, wer dem Wahlverfahren so zustimmt. Bitte die Karte hoch, wenn ihr dem Wahlverfahren zustimmt. Danke. Wer stimmt gegen das Wahlverfahren? Wer enthält sich? Dann ist das Wahlverfahren beschlossen. Es ist beim Bundesfinanzrat so, dass jeder Landesverband 2 Delegierte hat, dabei normalerweise eine Person aus dem LAFO und eine Person sozusagen von der Basis. Entsprechend ist es auch bei den Stellvertretern so, dass es immer jemanden aus dem LAFO geben sollte und Leute von der Basis. Der Landesvorstand hat Wolfgang als ordentlichen Delegierten geschickt und Marianne als Stellvertreterin. Das bedeutet aber, weil natürlich die Delegierten auch quotiert sein sollen, dass sozusagen der ordentliche Platz für die Basis jetzt ein Frauenplatz ist, sich also auf diesem Platz gleich auch nur Frauen bewerben können. Und da Marianne eine der Stellvertreterinnen bereits eine Frau ist, haben wir also die Möglichkeit, auf den anderen Plätzen noch eine Frau und zum Beispiel 2 Männer zu wählen. Wir würden euch vorschlagen, dass wir insgesamt 3 stellvertretende Plätze wählen. Und wir steigen dann jetzt auch, so wie gestern, erst in die Wahl der ordentlichen Delegierten ein und dann machen wir anschließend die Wahl der Ersatzdelegierten. Für die ordentliche Delegierte zum Bundesfinanzrat liegt uns bisher eine Bewerbung vor, zwar die Bewerbung von Andrea Svoboda. Wir fragen euch, ob es weitere Bewerbungen für diesen Platz gibt. Das sieht nicht so aus. Dann würden wir Wolfgang nach vorne bitten, der Andrea vorstellt. Du hast 3 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin nicht Andrea. Andrea war gestern hier im Hause, wollte eigentlich heute noch kommen, aber dann ist ein familiärer Zwischenfall dazwischen gekommen und sie hat mich gebeten, sie kurz vorzustellen. Andrea Svoboda kommt aus dem Kreisverband Bottrop, ist schon lange Jahre im Landesfinanzrat tätig, ist lange Jahre in der Haushaltskommission tätig und in der Rechnungsprüfungskommission tätig, ist schon eure Delegierte zum Bundesfrauenrat, hat das jetzt 2 Jahre lang gemacht. Ich habe mit ihrer Arbeit, also wir haben uns immer sehr gut verstanden, hatten auch immer eine klare Linie für den Landesverband NRW. Und wenn wir mal keine klare Linie hatten, konnten wir im Diskurs immer das klären, was wir klären wollten. Sie ist da sehr streitbar, auch für die Basis. Das finde ich sehr gut. Sie ist eine engagierte Kommunalpolitikerin, da treffen wir uns oft in der gleichen Meinung, weil ich auch einer bin. Und ich bitte euch um das Vertrauen für Andrea. Die Andrea hat auch das Votum des Landesfinanzrats für diesen Posten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen dann jetzt auch direkt zur Wahl und fragen euch, ob ihr Stimmzettel Nummer 12 noch habt. Mit denen haben wir gestern noch gewählt. Okay, dann vergesst 12. Habt ihr alle Stimmzettel Nummer 13 noch? Gut, ich höre zumindest kein Nein. Dann nehmen wir also Stimmzettel Nummer 13. Ihr habt wie gestern auch die Möglichkeit, wenn ihr Andrea wählen wollt, dort das A anzukreuzen oder euch zu enthalten oder mit Nein zu stimmen. Wunderbar, dann ist der Wahlgang auch direkt eröffnet. So, ihr Lieben, ich habe ja gestern Abend diese Torte bekommen, nicht für mich. Die wird jetzt gerade angeschnitten und wer wie ich NRW zum Fressen gern hat, der möge doch nach vorne kommen und sich ein Stückchen Torte, Regierungstorte abschneiden. Wer hat meinen Stift geklaut? Ihr Lieben, hier ist ein Schlüssel gefunden worden vor der Halle. Schließfachschlüssel, Fahrradschlüssel, ich weiß nicht so genau. Wenn jemand diesen Schlüssel vermisst, bitte vorne bei Antragskommission melden. Danke. Ihr seid schon ganz fleißig und einige von euch halten die Hände hoch, die Karten hoch, wer noch bei wem noch nicht eingesammelt wurde, das ist schon mal super, das hilft. Und wir möchten euch vorschlagen, dass wir gleich nochmal in dieser Auszählpause nach der Vorstellung der Ersatzdelegierten, dann können wir ja noch nicht in den Wahlgang einsteigen, nochmal V-Anträge vorziehen. Deswegen wäre die Bitte, diejenigen, die die V-Anträge vorstellen, sich gleich schon mal bereit zu machen, dass ihr bitte hier gleich noch hinkommen könnt und die jeweils vorstellen könnt. Dankeschön. So, gibt es noch Leute, die noch nicht wählen konnten? Okay, das sind noch einige. So, hier vorne in der dritten Reihe in der Mitte gibt es noch Leute, vielleicht können noch Leute mit Kästen hier hinkommen. Gibt es sonst noch jemanden, der noch nicht die Stimme abgeben konnte? Dann machst du wieder weiter. Gibt es jetzt irgendwo noch Stimmzettel, die abgegeben werden wollen? Dann macht euch bitte bemerkbar. Das ist nicht der Fall. Dann ist der Wahlgang geschlossen. Während die Auszählkommission das Ergebnis auszählt, würden wir euch vorschlagen, dass wir direkt mit der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Ersatzdelegierten zum Bundesfinanzrat weitermachen. Uns liegen dafür bisher drei Bewerbungen vor. Das sind die Bewerbungen von Karl-Heinz Hemmerich, von Jenny Krüger und Samuel Nwankwo.
Wir haben, wie gesagt, mit Marianne bereits eine weibliche Ersatzdelegierte. Das heißt, die können alle kandidieren. Das wäre quotierungstechnisch noch in Ordnung. Und wir würden auch hier der Reihe nach alphabetisch zur Vorstellung kommen und bitten als Ersten Karl-Heinz Hemmerich nach vorne. Du hast 3 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Du musst die aber nicht ausschöpfen. Also ich werde diese 3 Minuten nicht in Anspruch nehmen. Ich bin Karl-Heinz Hemmerich vom Kreisverband Wesel, da auch für die Finanzen zuständig, Mitglied im Landesfinanzrat, habe auch vom Landesfinanzrat das Votum für diese Position und würde euch bitten, mir euer Votum zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank, das ging in der Tat sehr schnell. Als nächstes wäre Jenny Krüger dran, aber auch die wird durch Wolfgang vorgestellt. Heute bin ich die gespaltene Persönlichkeit. Ich stelle Jenny Krüger vor. Sie ist die Kreisschatzmeisterin hier im Kreisverband Bielefeld. Sie muss sich leider für heute entschuldigen. Auch sie hat einen Familientag. Sie hat 4 kleine Kinder und das war schon lange geplant, dass sie mit denen heute einen Ausflug macht. Ich habe gestern mit ihr gesprochen, ob das okay ist, dass ich sie heute vorstelle. Dann konnten wir nämlich den Wahlgang auf heute verschieben und gestern pünktlich Feierabend machen. Sie ist, wie gesagt, seit kurzem Schatzmeisterin in Bielefeld, ist eine Person, die ich kennengelernt habe, die sehr kritisch nachfragt und sehr dialogbereit ist, macht den Job der Schatzmeisterin in Bielefeld erst seit kurzem. Und ich finde, sie würde das Team komplettieren, das wir zum Bundesfinanzrat schicken, und würde euch bitten, ihr das Vertrauen auszusprechen. Auch der Landesfinanzrat hat ihr ein Votum gegeben. Danke, Wolfgang, für die Vorstellung von Jenny. Und als Dritten würde ich jetzt Samuel Nwankwo nach vorne bitten. Auch du hast 3 Minuten Zeit. Ich freue mich, dass ich persönlich anwesend sein durfte. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Samuel Nwankwo und ich bewerbe mich als Stellvertreter Delegierter des Bundesfinanzrats. Zusammen mit den anderen Delegierten möchte ich gerne bei der Beratung des Bundeshaushaltes sowie bei der Gestaltung und Verwendung unserer Finanzmittel mitwirken und dabei das Interesse unseres Landesverbandes vertreten. Die Letztere erfordert doch die Fähigkeit, die trockenen finanzpolitischen Diskussionen zu verstehen und zu verfolgen. Das ist offensichtlich keine Sache für jedermann, ist jedoch zufällig meine Berufsbranche als Bilanzbuchhalter mit 10-jähriger Berufserfahrung. Aus diesem Grunde, aber auch vom Geist der diesjährigen EDK NRW Vielfalt und Bund motiviert, habe ich den Mut gefasst, mich zu bewerben. Dabei geht es mir weniger darum, für Bund und Vielfalt zu sorgen, als mich in diesem Aufgabenbereich, in dem ich sehr nützlich sein kann, einzubringen, um so bei der besseren Gestaltung und Verwendung unserer Finanzmittel mitzuwirken. Was jedoch Vielfalt und Bund betrifft, so habe ich keinen Zweifel daran, dass ihr gerne Bund seid. Sonst dürfte ich nicht hier stehen. Ergänzend zu meiner vorliegenden schriftlichen Bewerbung möchte ich hinzufügen,
Ich sehe mich als gut integrierter Mitbürger, der der Politik der Bündnis 90, die Grünen, viel zu verdanken hat. Und ich möchte dazu beitragen, diese wunderbare, menschenwürdige Politik zu verbreiten. Wo sie noch? Danke. Wo sie noch nicht angekommen ist. Daher mein Engagement. Und ich hoffe auf eure Unterstützung auf diesem Weg und auf euer Vertrauen bei dieser Entwicklung. Ich danke euch. Vielen Dank, Samuel. Das war eine Punktlandung. Wir brauchen noch einen kleinen Augenblick, bis wir das Ergebnis für die ordentliche Delegierte haben. Und erst dann können wir in den Wahlgang einsteigen, um auch die Ersatzdelegierten zu wählen. Und in der Zwischenzeit würden wir einfach schon mal weitermachen mit den Verschiedenesanträgen und da einfach in der Reihenfolge uns weiter vorarbeiten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, als nächsten V-Antrag ist V4, keine religiösen Symbole an und in Gebäuden des Landes, von Werner Hager und anderen noch offen. Hier wurde mit dem Antragsteller vereinbart, dass dieser an den Landesvorstand verwiesen wird und wir deswegen jetzt hier nicht zu einer Abstimmung kommen brauchen. Ich frage jetzt nochmal, gucke nochmal in die Runde und sehe dagegen keinen Widerspruch und dann wird genau so mit diesem V-Antrag auch verfahren. V5 und V6 haben wir gestern und beziehungsweise auch heute Morgen schon gemacht. V7 ist der V-Antrag Flüchtlingsschutz geht vor Landesvorstand und vom Landesvorstand und der LAG EFI und Einbringung wäre jetzt hier von Gönüllek Lentsch aus dem KV Essen und dann können wir wahrscheinlich direkt nach dieser Vorstellung und Abstimmung auch in die Bundesfinanzratsabstimmung wieder einsteigen. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, momentan sind weltweit mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Als wir diesen Antrag schrieben, erschütterten uns die Nachrichten von mehr als 1000 Toten binnen einer Woche im Mittelmeer. Auf der Flucht vor Krieg, Armut und Verfolgung sehen viele Menschen in Europa ihre letzte Chance auf Leben und vielleicht sogar eine Zukunft. Für Grüne ist klar, niemand verlässt seine Heimat freiwillig, lässt alles zurück und begibt sich damit häufig in Lebensgefahr. Seit der Antragstellung hat sich einiges bewegt. Die Antwort der EU-Außenminister auf die humanitäre Katastrophe ist der militärische Einsatz gegen Schlepperbanden. Das ist keine Antwort, das ist erbärmlich. Es ist erschütternd, wie die Sicherung der Grenzen dem Schutz von Menschenleben vorgezogen wird. Als Grüne wollen wir ein Europa der Menschenrechte und Freiheit. Auch deshalb suchen die Menschen bei uns die Zuflucht. Die Bundesregierung muss sich endlich an der Auflage eines neuen Seenotrettungsprogramms beteiligen und dieses mit finanziellen Mitteln unterstützen. Wer wirklich etwas tun will, schafft legale Einreisemöglichkeiten. Schlepperbanden bekämpft man am besten, indem man asylsuchenden Menschen legale Alternativen bietet, beispielsweise über humanitäre Visa und Familienzusammenführung. Die EU-Kommission hat ganz aktuell einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Sie will einen Verteilungsschlüssel für Flüchtende einführen, der die Größe, die wirtschaftliche Stärke und die Arbeitslosenquote der EU-Mitgliedsländer berücksichtigt. Das ist fair. Wir Grüne stehen für ein solidarisches Europa, das auch Flüchtende im Blick hat. Deshalb plädieren wir in unserem Antrag für ein Verteilungssystem, das auch Anknüpfungspunkte von Flüchtenden wie zum Beispiel Familie und Sprache als Kriterium definiert. Dass sich einige Mitgliedstaaten nun gegen diesen Vorschlag sperren, kommt dabei einer Aufkündigung der Solidarität innerhalb der EU gleich. Flüchtlingsschutz hört aber nicht an der EU-Grenze auf. Seit einiger Zeit müssen wir eine steigende Anzahl von An- und Übergriffen auf Flüchtlinge und/oder ihre Unterkünfte mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen.
Flüchtlingsschutz in der Kommune findet vor allem präventiv statt und hat viele Gesichter. Willkommenskultur beginnt mit menschenwürdiger Unterbringung. Wir fordern, dass auch die Bundesregierung endlich Verantwortung übernimmt, denn sich auf das ehrenamtliche Engagement allein zu verlassen, ist keine Option. Den Ehrenamtlichen gilt an dieser Stelle unser großer Dank. Mit dem Hinweis, wir Grüne stehen an eurer Seite und lassen euch nicht allein. Aber wir wissen, dass die Verantwortung in erster Linie in der Politik liegt und bringen deshalb als Landesvorstand gemeinsam mit der LAG Europa Frieden und Internationales diesen Antrag ein. Wir danken für eure Unterstützung. Herzlichen Dank, Günül. Jetzt frage ich in die Runde, gibt es eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich jetzt alle, die diesem V-Antrag zustimmen möchten, um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Ich sehe keine Gegenstimme. Wer enthält sich? Auch da sehe ich keine. Damit ist dieser Antrag dann einstimmig verabschiedet. Herzlichen Dank. Wir kommen zurück zur Wahl der Delegierten für den Bundesfinanzrat. Wir haben inzwischen ein Ergebnis für den ordentlichen Platz. Dort wurden 190 Stimmen abgegeben. Die waren alle gültig. Das Quorum liegt damit bei 96 Stimmen. Es gab 4 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen und Andreas Svoboda hat 181 Stimmen erhalten und ist damit als ordentliche Delegierte gewählt. Und falls Andrea mal nicht kann, müssen wir jetzt noch ein paar Ersatzdelegierte wählen. Ihr habt eben schon die Vorstellungsreden gehört und ihr könnt jetzt Stimmzettel Nummer 15, bitte nicht 14, sondern 15, zur Hand nehmen. Und auf Nummer 15 könnt ihr bis zu 3 Buchstaben ankreuzen. A für Karl-Heinz Hemmerich, B für Jenny Krüger, C für Samuel Wankwo. Auf Stimmzettel 15 bis zu 3 Buchstaben ankreuzen oder Nein oder Enthaltung. Und auch dieser Wahlgang ist eröffnet. Gibt es irgendwo noch Stimmzettel, die abgegeben werden wollen? Ja, das sind ja schon noch 1 oder 2. Gibt es noch Stimmzettel, die abgegeben werden wollen?
Bitte macht euch nochmal bemerkbar, wenn ihr eure Stimme noch abgeben wollt. Wir sehen jetzt gerade niemanden. Dann ist der Wahlgang geschlossen. Okay, ganz lieben Dank. Während ausgezählt wird, machen wir weiter natürlich hier im Programm, und zwar mit dem Jahresabschluss 2014 und dem Haushalt 2015. Und das Ergebnis der aktuellen Wahl verkünden wir euch dann gleich zwischendrin. Der Jahresabschluss 2014 inklusive Ökofonds und sonstigen Teilhaushalten und der Bilanz bringt jetzt Wolfgang Rettig vom Kreisverband Bochum und Wattenscheid ein. Interessant. Wie geht das da? Liebe Freundinnen und Freunde, der Landesvorstand legt euch heute den Jahresabschluss 2014 vor. Dieser wurde von der Haushaltskommission und dem Landesfinanzrat debattiert und durch den Rechnungsprüfer geprüft. Daher erhaltet ihr gleich noch das Votum. Geplant war das Jahr 2014 mit einem positiven Endergebnis von 840 Euro. Jetzt können wir ein positives Jahresendergebnis von 113.000 Euro vermelden. Als Landesschatzmeister finde ich das sehr erfreulich. Allerdings möchte ich euch ein paar Punkte herausgreifen, damit man versteht, warum wir diesen Überschuss haben. Zum einen beim Personal, und da kommt etwas nicht Erfreuliches hinzu. Geplant hatten wir ja eine Größenordnung, und da haben wir 80.000 Euro weniger verausgabt. Einerseits haben wir eine Stelle erst später besetzt, das war die Stelle der Leitung LGS, weil der neue Geschäftsführer Landesvorstand, der neue Landesvorstand bei dieser Leitung LGS noch debattiert hat, wie man die ausgestalten muss und so weiter. Die haben wir zum 01.01.2015 besetzt mit Edith Deuthen. Allerdings haben wir das schon für September eingepreist gehabt. Somit haben wir da einen Spareffekt gehabt. Auch der Wechsel im GLV hat einen Spareffekt gehabt. Und leider haben wir auch einen Todesfall in der LGS gehabt, das sehr traurig war und das eben dann eben hier auch Auswirkungen hatte. Beim laufenden Geschäftsbetrieb seht ihr, dass wir da einige Ansätze nicht halten konnten. Das hat überwiegend mit dem Umzug zu tun. Ihr wisst ja, die LGS ist von der Jahnstraße in die Oststraße gezogen. Da hatten wir auch schon vieles eingepreist, was man so kaufen muss bei einem Umzug und was man so planen kann. Aber wie es halt so ist beim Umzug, da muss dann da noch eine Lampe hin und dann muss da noch eine Bilderleiste hin und so weiter. Das konnte man dann nicht planen. Und wenn man das nicht am Anfang eines Umzuges macht, ihr kennt das ja aus dem privaten Haushalt, da hängen dann irgendwo noch Lampen rum mit nur einer Fassung und die bleiben dann so lange bestehen, bis man wieder auszieht. Deswegen haben wir dort am Anfang ein bisschen mehr investiert. Am Rande möchte ich da auf die Bilanz eingehen. Und da haben wir die neue LGS mit 4,7 Millionen beim Aktiva-Posten. Allerdings haben wir natürlich nicht die ganze LGS finanzieren können aus unserem Reinvermögen. Da haben wir Teile aufnehmen müssen. Das wollte ich euch mal so nachrichtlich mitgeben. 900.000 Euro haben wir bei der GLS-Bank aufgenommen und 1,3 Millionen haben wir bei den anderen Landesverbänden aufgenommen. Zu nennen sind da Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und zum Teil war es auch noch Bayern. Und die Zinslast liegt momentan um die 58.000 Euro. Bei den Gremien könnt ihr sehen, dass wir da Einsparungen erzielt haben. Überwiegend war das bei den LAGen und BAGen. Da haben wir uns das Ganze mal angeguckt. Das liegt vor allem daran, dass am Anfang des Jahres 2014 weniger gereist worden ist und weniger getagt worden ist. Das lag wohl oder korrespondierte wohl mit den Europawahlen und Kommunalwahlen, die ja im Mai waren. Und im Vorfeld war halt weniger Betrieb. Das hat sich im zweiten Halbjahr revidiert. Deswegen werden wir in diesem Jahr das Gleiche wieder ansetzen, wie wir im letzten Jahr angesetzt haben. Öffentlichkeitsarbeit, das ist was Erfreuliches dabei. Da möchte ich euch auf den Aktionstopf Sonderhaushalt Wahlen verweisen. Ja, der ist ja, der sieht ja jetzt hier aus, als hätten wir den maßlos überschritten. Dem ist aber nicht so, weil es korrespondiert mit Mehreinnahmen bei Spenden. Da haben wir eine Spendenaktion gemacht in Kooperation und Idee Sven Giegold, wo wir 40.000 Euro mehr einnehmen können. Und wenn wir sehen, dass wir für den Europawahlkampf als Landesverband 75.000 Euro ausgeben eigentlich und dann nochmal 40.000 Euro nochmal drauf bekommen, war das schon ein großer Erfolg, den wir dort hatten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das seht ihr darunter,
bei den Zuschüssen der Kreisverbände, da schütten wir zwar alles so aus, wie wir geplant haben, aber eigentlich müsste das reduziert sein, weil die staatliche Teilfinanzierung nach der Europawahl zurückgegangen ist, weil wir weniger absolute Stimmen eingefahren haben. Und das seht ihr gleich bei der Korrespondiert. Das korrespondiert ihr mit Einnahmen staatlicher Teilfinanzierung. Bei Einnahmen haben wir sozusagen eigentlich weniger Einnahmen dort. Aber aus Planungssicherheit für die Kreisverbände schütten wir das aus, was wir am Anfang des Jahres gesagt haben. Beim Ökofonds haben wir 17 Organisationen unterstützt mit 28.500 Euro. Graswurzelinitiativen, die ohne unser Geld Sachen vielleicht gar nicht machen haben können. Das geht, da haben wir unterstützt Erinnerungsarbeit, Nord-Süd-Dialog, Migration- und Integrationsarbeit, Frauenarbeit, Umwelt und Projekte gegen Rechts. Wir haben zum Beispiel die Gruppe Schlau NRW unterstützt für den CSD in Köln. Da haben wir 2.000 Euro ausgegeben, die haben da Werbung dafür gemacht. Und das Erfreuliche daran ist auch, dass die dann auch prämiert worden sind als beste Fußgruppe des CSDs 2014 und dass mit unserem Geld sozusagen die das machen konnten. Das ist schon mal schön. Kommen wir zu den Einnahmen. Da seht ihr bei den Mitgliedsbeiträgen, und da kommen wir auf ein schwieriges Thema zu sprechen, da haben wir das Ziel nicht erfüllt. Das liegt auch daran, dass wir Mitgliederschwund haben. Wir haben mit 13.000 Mitgliedern gerechnet gehabt. In der Tat waren es aber nur 12.960 im Schnitt im Jahr. Und deswegen werden wir das auch dieses Jahr anpassen. Deswegen ist dort einfach ein leichtes Minus zu verzeichnen. Bei den Mandatsträgerinnenbeiträgen ist zu sagen, da wird euch auch eine Vorlage ausgeteilt. Da nehmen wir 600.000 Euro ein. Die Zahlungsmoral ist sehr hoch. Dafür sage ich vielen Dank und auch für die gute Zusammenarbeit und den guten Dialog untereinander sage ich Danke. Bei der staatlichen Grundfinanzierung, das seht ihr eben, dass wir dort weniger bekommen werden, weil wir eben bei der Europawahl von 2009 auf 2014 an absoluten Stimmen verloren haben. Eine Stimme bringt uns im Schnitt 70 bis 85 Cent im Jahr für den ganzen Verband, das wird ja runtergerechnet. Und das wird ja taggenau abgerechnet, deswegen haben wir dort jetzt Einnahmeverluste. Bei den sonstigen Einnahmen seht ihr, dass wir dort einen einmaligen Effekt hatten mit knapp 50.000 Euro. Das war in Beschlusslage der BDK 2013, wo der Solidaritätsfonds der Landesverbände, der beim Bundesverband geführt wird, einmalig ausgeschüttet worden ist, weil der nicht benötigt wurde. Deswegen haben wir 50.000 Euro mehr Einnahmen dort bekommen. Das heißt, dass wir 113.000 Euro mehr haben, als wir geplant hatten. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und weil wir dieses gute Ergebnis hatten, haben wir Ende 2014 und Anfang 2015 uns entschieden, jeweils 50.000 Euro in die Sondertilgung für die LGS zu geben. So, das war der Ritt durch den Jahresabschluss und ich bitte um Zustimmung zu dem Jahresabschluss. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang. Jetzt kommt aber zunächst erst noch der Bericht der Rechnungsprüfungskommission und den macht Stefan Graf, KV Köln. Ja, hallo zusammen, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, deswegen orientiere ich mich an den Ratschlägen Kurt Tucholskys für einen guten Redner und halte mich kurz. Wir haben hier am 14.03. dieses Jahres in der Landesgeschäftsstelle den Jahresabschluss geprüft. Das waren Susanne Rickers, Martin Hase und ich. Ich will dann vorwegschicken, dass die Buchhaltung vom altbewährten Team des Finanzreferats unter Leitung des neuen Landesschatzmeisters in der bekannt hohen Qualität geführt wurde. Und dafür sprechen wir ausdrücklich auch unsere Anerkennung und unseren Dank dem Landesschatzmeister und dem Team des Finanzreferats aus. Ja, dann haben wir uns schwerpunktmäßig, der Bericht ist ja auch mit in den Tischvorlagen gewesen, mit dem Umbau der Oststraße befasst, den Ökofonds geprüft, die Mandatsbeiträge angesehen, den Bereich Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge, Spenden, Reisekosten und den Wahlkampfetats geprüft. Ich gehe jetzt hier nicht auf alles ein, sondern will nur so ein paar kleine Punkte herausgreifen. Wolfgang hat es gerade schon angedeutet, die Umbaukosten für die Landesgeschäftsstelle liegen geringfügig über den Planzahlen, was bei so einem Gesamtvolumen von 1,8 Millionen, denke ich mal, ein sehr gutes Ergebnis ist. Was positiv herauszustreichen ist, ist, dass es eine sehr wirksame Kostenkontrolle durch das beauftragte Planungsbüro gegeben hat. Da sind wirklich bis
in kleinste Details die Rechnungen überprüft und auch geringe Beträge wieder eingefordert worden und entsprechende Rückbehalte für noch auszuführende Restarbeiten vorgenommen worden. Also das, denke ich mal, war eine sehr vorbildliche Art und Weise der Bearbeitung. Was man natürlich sagen muss, und das hat der Wolfgang eben auch schon angedeutet, ein Projekt von dieser Größenordnung ist nicht zu machen, ohne dass man auch an die Substanz geht. Und das ist natürlich auch hier zumindest eingeschränkt passiert. Und aber was die Arbeitsfähigkeit der Landesgeschäftsstelle betrifft, wenn man sich da mal eingefunden hat, muss man sagen, dass sich diese Investition auf jeden Fall gelohnt hat und dass eben auch so eine gut funktionierende Landesgeschäftsstelle ja, eine Voraussetzung ist für eine erfolgreiche grüne Politik. Denn ohne die richtige Plattform geht das auch nicht. Auch Wolfgang hat das schon mal gerade angesprochen. Mandatsbeiträge und Spenden sind in erfreulichem Maße entsprechend der Regelung abgeführt worden. Und auch die Rechnungsprüfungskommission spricht dafür ausdrücklich ihren Dank aus. Das ist ein erheblicher Anteil der Einnahmen des Landesverbands. Ja, was den Bereich Sozialabgaben und Steuern betrifft, haben wir natürlich nicht die Prüfung wiederholt, die die entsprechenden Behörden durchgeführt haben. Was aber für uns wesentlich war, ist, dass diese Prüfungen ohne Beanstandung ausgegangen sind. Und das zeugt ebenfalls eben von einer sehr soliden und fachgerechten Arbeit im Finanzreferat. Was die Wahlkampfausgaben angeht, hat das auch Wolfgang schon angesprochen. Sie lagen geringfügig über den geplanten Etats, aber es sind auch zusätzliche Spenden eingeworben worden und die sind dann auch gleich wieder in den Wahlkampf eingeflossen. Auch wenn wir vielleicht alle uns noch ein besseres Ergebnis gewünscht hätten, muss man schon sagen, dass das Geld gut investiert gewesen ist, weil wir zumindest die Stimmanteile nahezu gehalten haben und das ist schon, denke ich mal, ein gutes Ergebnis. Ja, und damit käme ich eigentlich auch schon zum Schluss. Insgesamt ist das Prüfungsergebnis, wie eigentlich auch in den Jahren davor, abgesehen von kleineren Korrekturen, die erforderlich waren, ohne Beanstandung und die gesamte Buchhaltung in einem sehr erfreulichen Zustand. Und deswegen empfiehlt die Rechnungsprüfungskommission der Landesdelegiertenkonferenz die Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2014. Ganz herzlichen Dank, Stefan. Nun noch die Stellungnahme vom Landesfinanzrat und das macht John Haberle, Kreisverband Mark. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten einen sehr spannenden Morgen und jetzt kommen die Finanzen, was nicht heißt oder sind dran, die sind weniger spannend. Vorab aber auf jeden Fall herzlichen Dank an unseren Schatzmeister für die gute Arbeit, die geleistet wurde und ans Finanzreferat. Und also wir haben vom Landesfinanzrat den Haushalt 2014 und beziehungsweise Haushalt 2015 und den Abschluss 2014 eingehend geprüft und auch kritisch hinterfragt. Und wir empfehlen euch, den Abschluss 2014 einstimmig, also da den Vorstand zu entlasten und den Haushalt 2015 ebenfalls einstimmig anzunehmen. Danke. Herzlichen Dank, John. Nun ist die Frage an euch, ob ihr noch Fragen oder Debattenbedarf seht zum Jahresabschluss 2014, den eben genannten Punkten. Das sehe ich nicht. Dann können wir direkt zur Abstimmung kommen. Und ihr habt eben gehört, der Landesfinanzrat und die Rechnungsprüfungskommission empfehlen die Entlastung des Landesvorstands. Deswegen bitte ich euch um Zustimmung, wenn ihr zustimmen könnt, dass der Landesvorstand für das Haushaltsjahr 2014 entlastet wird. Und jetzt. Okay, herzlichen Dank. Die Gegenprobe, wer stimmt diesem Satz nicht zu? Ich sehe keine Gegenstimme. Enthaltung? Einzelne Enthaltungen. Herzlichen Dank. Damit seid ihr dann aber einstimmig entlastet und wir können direkt zum Haushalt 2015 übergehen und der mittelfristigen Finanzplanung. Und auch hier bitte ich dann wieder Wolfgang Rettig, unseren Landesschatzmeister, ans Pult. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, der Landesvorstand legt euch heute den Haushalt 2015 vor.
Der Haushalt wurde im November 2014 von der Haushaltskommission und dem Landesfinanzrat beraten und vorläufig in Kraft gesetzt. Und wir setzen ihn sozusagen schlussendlich in Kraft. Wir planen mit Ausgaben von rund 3 Millionen Euro inklusive der Rücklagenbildung von 345.000 Euro für Wahlkämpfe und Einnahmen ebenfalls in der Höhe von 3 Millionen Euro und können somit alle vorgesehenen Anforderungen erfüllen für dieses Jahr. Dennoch möchte ich die Redezeit nutzen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Denn wie ihr in der Vorlage ja auch seht, zeigt die mittelfristige Finanzplanung ab 2016 ein Defizit auf. Das ist aus der jetzigen Sicht keine Dramatik. Dennoch will ich, wie auch dem Landesfinanzrat schon, darauf hinweisen. Denn die Einnahmekurven und Ausnahmekurven kreuzen sich in diesem Jahr. Und das liegt vor allem daran, dass sich auf der Einnahmenseite Änderungen ergeben haben, die den Haushalt jetzt komplett erfassen. Das liegt vor allem, das habe ich vorhin beim Jahresabschluss schon gesagt, an den zurückgehenden staatlichen Teilfinanzierungen. Eigentlich gilt das auch schon für 2015, aber durch die Verrechnungsmethode mit den Kreisverbänden greift das erst ab 2016. Zwar erhält der Landesverband 2015 Zahlungen in der Höhe von 1,98 Millionen Euro aus der staatlichen Teilfinanzierung, aber diese ist rückläufig. Zum Referenzjahr 2012 ergibt sich ein Minus von 120.000 Euro für den gesamten Landesverband, das heißt für die Landespartei ein Minus von um die 70.000 Euro pro Jahr. Da aber die staatlichen Teilfinanzierungen knapp 60-65% der Einnahmen der Landespartei ausmachen, schmerzt der Verlust uns auf der Landesebene. Denn bis 2017 ist daran wenig zu ändern und wir können dort an der Stelle wenig Stellschrauben drehen und das müssen wir so hinnehmen. Ebenfalls, was uns ein bisschen schmerzt auf der Landesebene, ist der Rückgang der Mitglieder, die wir zu verzeichnen haben. Letztes Jahr haben wir mit 13.000 Mitgliedern gerechnet, jetzt rechnen wir mit 12.800 im Schnitt im Jahr, was aber 5.000 Euro weniger heißt. Ja. Also heißt das auch, dass wir an das rangehen müssen. Wir brauchen A, wieder mehr Mitglieder. Das würde dem Landesverband, also der Landespartei helfen, weil wir ja einen Festbetrag pro Mitglied pro Monat haben. Aber wir müssen auch mal an den durchschnittlichen Mitgliedsbeitrag gehen. Der ist nämlich hier in NRW unterdurchschnittlich. Wir haben einen durchschnittlichen Mitgliedsbeitrag von 11,03 Euro, berechnet zu 2013. Aber damit waren wir unter dem Schnitt, den alle anderen oder viele andere Landesverbände haben. Mein Ziel ist es, dass wir zusammen das organisieren, dass wir einen Schnitt von 12,50 Euro in der Mittelfrist mal erhalten. Und da müssen wir dran gehen und arbeiten. Bei der Ausgabenseite, das seht ihr ja auch, halten wir zwar das Niveau der letzten Jahre, allerdings haben wir auch Teuerungsraten eingerechnet. Alles wird teurer und somit steigen dort die Ausgaben ein wenig. Das heißt jetzt, dass wir die Situation haben, dass wir auf der einen Seite moderate Mehrbelastungen haben und auf der anderen Seite haben wir weniger Einnahmen zu verbuchen. Beides kreuzt sich jetzt in 2015, somit ergibt sich ein Trend bis 2017, der jetzt erstmal organisiert, gehört und gemanagt werden müsste. Und in der konkreten Haushaltsbewirtschaftung dann mit Augenmaß vorgegangen werden muss. Und bei der neuen Aufstellung 2016 gehen wir auch schon an dieses Kapitel ran. Was wir jetzt nicht machen dürfen, ist in Aktionismus zu verfallen und alles zu hinterfragen, weil wir ja den Wahlerfolg 2017 nicht gefährden wollen. Und das zeichnet sozusagen diesen ganzen Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung aus, dass wir eben 2017 im Blick haben. Dann komme ich noch auf den 2017er Prozess zum Sprechen. Damit wir dort auch wirklich Erfolg haben, setzen wir jetzt 66.000 Euro auf 2 Jahre gesehen ein. Wir lösen damit die Schwankungsrücklage auf, die 1998, glaube ich, mal aufgebaut worden ist, damit wir die strategisch einsetzen können, um unsere Kampagnenfähigkeit zu verbessern und Agenturen zu testen, die wir dann sozusagen einsetzen können für den Wahlkampf, Landtagswahlkampf. Und das möchten wir jetzt sozusagen strategisch angehen und deswegen lösen wir diese eine Rücklage auf. Das ist soweit der Überblick über den Haushalt 2015 und die kommenden Jahre. Festzuhalten bleibt aber wirklich, wir haben einen soliden Haushalt, aber es gibt Baustellen und das werden wir auch immer und offen und transparent auch mit dem Landesfinanzrat erarbeiten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Wolfgang. Jetzt nochmal die Stellungnahme vom Landesfinanzrat, nochmal John Haberle, Kreisverband Mark. Eben schon gesagt? Okay.
Entschuldigung, der Witz ist, das habe ich ja schon vorher gesagt. Also nochmal, auch der Haushalt 2015 ist einstimmig abgestimmt worden im Landesfinanzrat. Und deswegen bitte ich euch, genau das Gleiche zu tun. Danke. So, danke schön, der Ordnung halber und für deinen Sprint auch herzlichen Dank. Die Frage geht jetzt wieder an euch. Habt ihr noch Fragen oder Debattenbedarf zum Haushalt 2015? Das sehe ich nicht. Dann können wir auch hier direkt zur Abstimmung kommen. Und das machen wir auch hier wieder offen per Kartenzeichen. Also wer zustimmen kann dem Haushalt 2015, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Ich sehe keine Gegenstimme. Wer enthält sich? Ich sehe eine Enthaltung. Und damit ist der Haushalt 2015 einstimmig verabschiedet. Herzlichen Dank dafür. Und bitte. Wir haben zwischenzeitlich ein Ergebnis für die Ersatzdelegierten zum Bundesfinanzrat. Wir können euch sagen, dass wir keinen zweiten Wahlgang brauchen. Es wurden insgesamt, das wäre jetzt aber auch ein bisschen überraschend gewesen, ehrlich gesagt. Es wurden insgesamt 196 Stimmen abgegeben, davon waren 7 ungültig, demnach sind 189 gültig gewesen. Das Quorum liegt dann bei 95 Stimmen. Es gab keine Nein-Stimme für alle, es haben sich 3 Leute enthalten. Karl-Heinz Hemmerich hat 142 Stimmen erhalten, Jenny Krüger 152 und Samuel Nwankwo hat 167 Stimmen erhalten. Damit sind alle 3 als Ersatzdelegierte gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben dann die Wahl zum Bundesfinanzrat auch erledigt und kommen direkt zum nächsten Punkt, nämlich den Satzungsänderungen. Euch liegen 2 Satzungsänderungsanträge vor. Das betrifft einmal die Fristen für Änderungsanträge und die elektronische Versendung von Unterlagen vor den Parteitagen und zum anderen die konkrete Bedingung für Mitgliedschaft in unserer Partei. Wir werden euch beide Änderungsanträge werden euch hier separat vorgestellt. Es gibt jeweils 5 Minuten, dann besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Und weil das Satzungsänderungsanträge sind, brauchen wir dann eine Zweidrittelmehrheit, um diese Änderungsanträge an die Satzung zu beschließen. Wir fangen mit dem ersten Antrag an und Wolfgang wird den in 5 Minuten vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Landesvorstand schlägt euch eine Satzungsänderung vor und der Antrag umfasst 2 inhaltliche Punkte und ich bitte dann auch später, beide separat abzustimmen. Und zwar der erste Punkt ist bei Änderungsanträgen zur regulären Landesdelegiertenkonferenz und bei regulären Landesparteiräten wollen wir eine moderate Antragsfrist vorschlagen bei Änderungsanträgen. Und als weiteren Punkt wollen wir in die Satzung aufnehmen, dass wir die Unterlagen für all die Gremien, die aufgeführt sind, auch elektronisch versenden dürfen. Wir haben in unserer Satzung bis jetzt festgelegt, dass Änderungsanträge auf LDK und LPR jederzeit gestellt werden können. Das zeigt aus meiner Sicht den basisdemokratischen Anspruch der Grünen NRW und das finde ich auch sehr gut. Dennoch gibt es auch einen Nachteil. Wenn Änderungsanträge jederzeit gestellt werden dürfen, kann es bei Einzelnen auch zur Intransparenz führen im Verfahren, weil einfach dann bis zum Schluss Änderungsanträge eingehen und wir es immer nicht sicherstellen können, dass wir hier alle Zettel verteilt haben und dass jeder den Zettel sozusagen bei sich liegen hat. Die Informationslage vor Parteitagen ist eh immer sehr dicht und gerade hier wollen wir den Delegierten die Möglichkeit geben, mindestens 48 Stunden vor einem Parteitag über alle Änderungsanträge Bescheid zu wissen. Daher schlagen wir euch vor, eine Deadline von 72 Stunden zu vereinbaren. Das wäre für die jetzige LDK bei regulären Anträgen Mittwoch 12 Uhr gewesen. Dann müssen wir das noch ein bisschen bearbeiten in der LGS, damit das lesbar ist, damit wir das auf die Homepage stellen können, damit wir dann sozusagen nochmal ein Newsletter machen können, wo wir dann nochmal gezielt an die Delegierten rangehen können und sagen, okay, das ist der Debattenstand, der gerade aktuell ist und dass wir den letzten Sachstand weitergeben können.
Und dann hatten wir auch endlich eine Deadline, eine gesicherte Deadline, dass wir die Tischvorlagen in den Druck geben können. Weil momentan ist das immer so ein Wabonspiel, wann kommen die letzten Anträge rein und wann werden die Kopierer angeschmissen. Und dann kommen doch nochmal welche rein und dann wird es nochmal einen Haufen geben und dann wird es noch verwirrender. Für eigenständige Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, ja, und dort Änderungsanträge anfallen, haben wir gesagt, da möchten wir dann, und die von euch nochmal gesagt werden, wir möchten sie trotzdem behandeln, haben wir ein Deadline für bis zum Beginn des Tagesordnungspunktes vorgeschlagen. Modifikationen werden jetzt davon nicht berührt, weil Modifikationen ja sozusagen eine Synthese dann werden aus einem Änderungsantrag und einem und dem vorgeschlagenen Antrag. Also, wir wollen eine 72-Stunden-Frist haben. Spätestens 48 Stunden vor einem Parteitag wollen wir allen die Informationen geben. Und das ist auch eigentlich so ein übliches Verfahren, wie es auch andere Landesverbände und der Bundesverband organisieren. Bei denen steht das aber nicht in der Satzung, sondern meistens in der Geschäftsordnung, die keiner kennt. Wir möchten jetzt sozusagen die Satzung, da wo es ja eh schon drin steht, dass wir keine Fristen haben, möchten wir hier die Satzung ändern und dass jeder auch weiß, wann sozusagen die Fristen sind und deswegen geht das in die Satzung. Der zweite Teil unseres Satzungsänderungsantrages betrifft die elektronischen Versand der Unterlagen für LDK und LPR und den Landesfinanzrat. Wir schlagen euch vor, dass die Versendung von Unterlagen, also Änderungsanträge, Anträge, Bewerbungen elektronisch erfolgen kann. Das ist momentan weitestgehend auch manchmal Standard, aber es steht so nicht in der Satzung. Wir wollen das jetzt fixieren. Wir sparen damit Geld und Zeit und nicht alle Delegierten wollen alles noch auf Papier haben. Viele haben hier ihr Tablet dabei und so weiter und lesen das Ganze darüber. Auf der Arbeitsebene werden wir das aber natürlich so regeln, dass die Delegierten, die noch einen Postversand haben wollen, diesen dann auch erhalten. Somit bitte ich euch jetzt um die Zustimmung zu beiden Änderungsanträgen. Danke, Wolfgang. Gibt es eine Gegenrede gegen diesen Antrag auf Satzungsänderung? Das sehen wir nicht. Dann würden wir Wolfgangs Wunsch nachkommen und euch getrennt nach den beiden Änderungen, die ihr jetzt vorgestellt habt, fragen. Also erst nach der Frage der Fristen für Änderungsanträge zu LDK und dann erst im Anschluss nach der Frage der elektronischen Versendung. Beides braucht eine Zweidrittelmehrheit, um die Satzung zu ändern. Das heißt, wenn ihr euch enthaltet, zählt das sozusagen so, als würdet ihr mit Nein stimmen. Und ich frage euch, wer für die von Wolfgang vorgeschlagene Änderung der, oder Einführung von Fristen für Änderungsanträge für die LDK und den LPR ist. Vielen Dank. Wer stimmt gegen diese Einführung? Danke. Könnt die Karten runternehmen. Wer enthält sich? Danke. Das war klar über zwei Drittel der Delegierten. Damit ist dieser Antrag an die Satzung angenommen. Und wir kommen zur zweiten Änderung der Satzung, und zwar die Ermöglichung der elektronischen Verschickung vorher. Auch hier frage ich, wer dem von Wolfgang vorgestellten Änderungsantrag an die Satzung zustimmen mag. Danke. Wer stimmt gegen diesen Satzungsänderungsantrag? Danke. Wer enthält sich? Dann ist es bei einer Gegenstimme und ohne Enthaltung auch beschlossen. Wir kommen zum zweiten Satzungsänderungsantrag der Frage der Mitgliedschaft und Christoph Stolzenberger vom Kreisverband Heinsberg wird den vorstellen. Auch du hast 5 Minuten Zeit. Vielen lieben Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, vor wenigen Wochen haben einige Grüne, die zusammensaßen, etwas gemacht. Und ich weiß das, liebe Delegierte, ihr tut das natürlich täglich. Wir haben unsere Satzung gelesen. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass dies nach einer antifaschistischen Aktion geschah und das Erstaunen über den Begriff neofaschistisch in der Satzung groß war. Als auch politischer Künstler wollte ich als erstes fragen, also Faschisten gehen, nur Neofaschisten nicht.
Oder was ist denn mit dem, was Faschismus mit dem Neo aus der Matrix-Trilogie zu tun hat? Aber das habe ich da nicht getan, sondern zum Ernst der Lage zurück. Wir und alle, denen, mit denen wir dann von unserem Anliegen einer Änderung gesprochen haben, haben den Bedarf einer Klärung in diesem Paragraphen gesehen. Und so darf ich und die Mitunterzeichner des Satzungsänderungsantrages sich ausdrücklich bei Mike Außendorf, dem OV Bergisch Gladbach, sowie ganz besonders auch unserem Landesschatzmeister Wolfgang Rettig für die Ergänzung des Textes und die Werbung hierfür bedanken. Danke, danke, danke. Wir wissen, dass die Aufzählung in § 2 Absatz 2 einen deklaratorischen Charakter hat. Und deswegen ist uns die Satzungsänderung eigentlich noch wichtiger, weil Werte wichtig sind. Wir wollen mit euch diesen Paragraphen ergänzen, weil grüne Werte dort zu lesen sein sollten. Und zwar etwas ausführlicher und auf dem neuesten wissenschaftlichen Standard der Diskussion, was zum Beispiel Faschismus ist, Nationalsozialismus und Ähnliches. Gemeinsam mit vielen in der Partei haben wir nach klaren, aussagekräftigen Worten Begriffen gesucht. Begriffe, die wir alle gleich verstehen können, die nicht umstritten sind. Und deswegen will ich auch gar nicht mehr die 5 Minuten ausnutzen, sondern euch um allerbreiteste Zustimmung zu dieser Satzungsänderung bitten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, dass euch ein Änderungsantrag zu diesem Antrag vorliegt und der im Einvernehmen zwischen Wolfgang, der ihn gestellt hatte, und dem Antragsteller auch übernommen wurde. Ich lese euch den Satz mal vor, wie er dann heißen soll, und eventuell haben wir ihn gleich auch. Eventuell könnt ihr ihn gleich auch an der Wand selber lesen. Der geänderte Antrag wäre jedenfalls jetzt im Einvernehmen mit dem Antragsteller: die Mitgliedschaft oder Mitarbeit in einer Vereinigung, die Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Bi-, Trans- oder Homophobie und oder Abwertung von Menschen mit Behinderung vertritt, ist mit einer Mitgliedschaft im Landesverband von Bündnis 90 Die Grünen nicht vereinbar. Uns liegt jetzt bisher eine Meldung für eine Gegenrede zu diesem Antrag vor, von Sascha Schäfner aus dem Kreisverband Wuppertal. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber du könntest schon mal... Achso, sorry, das ist der blinde Fleck hier. Wir sind auf dem rechten Auge blind. Du hast 5 Minuten. Die brauche ich gar nicht. Ich bin gegen diesen Antrag, weil einerseits geht er mir nicht weit genug und gleichzeitig ist es für mich so ein Weichspülparagraphen. Ich habe in der Begründung unter anderem viel das Wort Pegida. Wo ist denn da die Islamophobie zum Beispiel in diesem Satz? Wo ist die Religionsfeindlichkeit? Wo ist der Antiziganismus? Fangen wir jetzt ehrlich an aufzulisten, wen wir bei uns alles nicht haben wollen, dann werden das sehr, sehr lange Abende und sehr, sehr lange Debatten. Ich glaube, dass wir als Grüne auch so schon gut genug gerüstet sind, die Leute, die wir nicht bei uns haben, irgendwie auch loszuwerden. Damit meine ich nicht, die irgendwie in einem Fundament zu vergraben oder auch gar nicht erst bei uns aufnehmen zu müssen. Wir müssen, du hast gerade gesagt, auf dem rechten Auge blinken. Da müssen wir dann einfach hellwach sein und darauf aufpassen, wer kommt zu uns und wer arbeitet bei uns mit. Das sind wir als einfache Mitglieder der Partei, ein schönes Wort, der Partei, das klingt jetzt schon wieder so nach Stasi-Kommunismus, das sind wir da einfach schuldig. Und ich glaube, da brauchen wir nicht so einen Weichspül-Gummiparagraphen, der irgendwie alles sagt und nichts. Finde ich nicht gut, möchte ich nicht. Danke. Vielen Dank. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Genau, ein Geschäftsordnungsantrag auf eine Aussprache 1-1, also nochmal 2 Beiträge zuzulassen. Vielen Dank. Gibt es eine Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungsantrag? Dann stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag ab. Und ich frage euch, wer für die Erweiterung der Debatte um einen Pro- und einen Kontra-Beitrag ist.
Danke. Wer stimmt gegen den Geschäftsordnungsantrag? Danke. Okay, ich habe das gerade falsch gesagt. Marianne hatte beantragt, ihr habt selber gehört, einfach eine sozusagen Öffnung der Debatte, ganz normal, wie wir es sonst auch immer haben, mit den Boxen dort vorne, dass sich also eine Frau und ein Mann oder eine offene Person in die Box einwerfen kann und wir dort draus losen. Das heißt, wenn ihr gerne hier debattieren mögt, dann kommt bitte nach vorne und werft euch in die Boxen ein. Der Geschäftsordnungsantrag war gerade mit großer Mehrheit angenommen, sonst würde ich das natürlich alles gar nicht erzählen. Das heißt, wir haben die Debatte jetzt erweitert und kommt bitte nach vorne, wenn ihr diskutieren mögt. So, bisher liegt uns nur eine einzige Wortmeldung vor von einem Mann. Und da sich daran jetzt gerade auch nichts zu ändern scheint, können wir dann jetzt also... Es gibt einen weiteren Geschäftsordnungsantrag, den Rainer Dahms jetzt vorstellen wird. Ich finde die Intention dieses Antrags eigentlich richtig. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Bedenken des Kollegen, der eben gesagt hat, warum er das so nicht will. Ich schlage vor, den Punkt, die Abstimmung heute hier zu vertagen, nochmal zurückzugeben in den Vorstand und eine vernünftige Lösung zu finden. Danke, Rainer. Das war also ein Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung der Abstimmung hier über diesen Satzungsänderungsantrag. Ich frage, ob es eine Gegenrede gegen diesen Geschäftsordnungsantrag gibt. Dann stimmen wir auch hier über den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung ab. Wer für die Vertagung dieses Satzungsänderungsantrages ist, bitte jetzt die Karte hoch. Danke. Wer stimmt gegen die Vertagung des Satzungsänderungsantrags? Vielen Dank. Wer enthält sich? Dann haben wir mit großer Mehrheit beschlossen, diesen Satzungsänderungsantrag auf die nächste LDK zu vertagen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, der Endspurt ist da. Wir haben jetzt noch einige V-Anträge zu bearbeiten. Also rennt noch nicht weg. Es gibt noch ein paar spannende Aspekte. Wir haben ja aber schon einiges auch geschafft. Offen ist noch der unter V8 genannte Antrag Gute Arbeit, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz gegen Stress unterstützen. Antragsteller ist hier der KV Hagen. Und da liegt uns vor, dass im Einvernehmen mit den Antragstellerinnen dieser Antrag an die Landtagsfraktion bzw. an die Fachpolitikerinnen überwiesen wird, mit dem Ziel, einen parteiinternen Austausch zu dem Thema mit den Antragstellerinnen und der LAG zu initiieren. Das ist also hier der Vorschlag, wie mit V8 umgegangen werden soll. Wenn es jetzt dagegen Einspruch gibt, dann würde ich jetzt darum bitten, das jetzt zu tun. Das sehe ich aber nicht. Dann wird genauso verfahren und wir stimmen an dieser Stelle nicht ab. V9 haben wir gestern behandelt. Kommen wir zu V10. Fahrplan in Sachen kommunale Sperrklausel bzw. kommunale Demokratiestärken vom Kreisverband Unna. Hierzu ist es so, dass auch wir hier drüber auch nicht abstimmen, sondern dieser Antrag ist vom Antragsteller KV Unna zurückgezogen. Die Antragstellerin und der Landesvorstand haben besprochen, dass rund um die Einführung einer kommunalen Sperrklausel und Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Demokratie folgende Maßnahmen getroffen werden. Erstens, gemeinsam mit der Landtagsfraktion wird sobald möglich ein Zeit- und Verfahrensplan den Orts- und Kreisverbänden vorgestellt.
Zweitens, eine Sammlung von relevanten Dokumenten und Stellungnahmen zusammengetragen und den Kreis- und Ortsverbänden wie auch Fraktionen zugänglich gemacht. Drittens, je nach Verlauf der Debatte wird gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion und den Bezirksverbänden Informationsveranstaltungen durchgeführt. Das ist also der Vorschlag vom Antragsteller zusammen mit dem Landesvorstand. Also wäre es jetzt hier auch keine Abstimmung. Und ich sehe auch hier keinen Widerspruch. Dann können wir damit so verfahren. Und wir kommen schon weiter zu V11. Ehe für alle, 25 Jahre Debatte sind genug. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Hier würde diesen Antrag Volker Beck vorstellen. Und ich möchte euch schon mal darauf hinweisen, dass es einen Änderungsantrag gibt, der übernommen wurde. Und Volker, du hast jetzt 3 Minuten Zeit, diesen Antrag vorzustellen. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es gestern schon mehrmals angesprochen. Am letzten Wochenende haben die Irinnen und Iren mit 2/3 Mehrheit Ja zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gesagt. Wenn wir in Deutschland eine Volksabstimmung machen würden, was wir nicht dürfen wegen der CDU, wäre das Ergebnis ähnlich oder noch besser. Selbst 2/3 der Unionsanhänger sagen Ja zur Ehe für alle. Und das ist auch gut so und das muss jetzt endlich auch mal ins Bundesgesetzblatt. Als ich den Antrag geschrieben habe, habe ich mal nachgeschaut, wann habe ich eigentlich den ersten Antrag zu dem Thema geschrieben. Das war im Juli 1990, damals als Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion in Bonn. 25 Jahre diskutiert der Bundestag jetzt über die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen. Nun ist es aber auch mal Zeit, Frau Merkel, wir wollen nicht noch einen CDU-Parteitag abwarten. Geben Sie endlich die Abstimmung frei, greifen Sie den Vorschlag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf, damit die Mehrheit, die es in der Bevölkerung gibt, im Bundestag, im Bundesrat endlich wirksam werden kann. Und was wird denn da als Gegenargumente ins Feld geführt? Frau Merkel hat es in der Wahlarena 2013 gesagt. Ich tue mich schwer damit. Ihr Regierungssprecher macht es etwas bildungsbürgerlich geschmäcklerischer. Er sagt, die Unterschiede zwischen Lebenspartnerschaft und Ehe seien begründet in den Traditionen, kulturellen und religiösen Grundlagen unseres Landes. Liebe Leute, wenn das ein Muslim sagen würde und sagen, meine kulturellen und religiösen Traditionen gebieten diese oder jene Einschränkung von Menschenrechten, dann wäre aber was los in diesem Land. Niemand hat das Recht, wegen Bauchgefühlen, kulturellen Traditionen oder Religion die Rechte anderer Menschen einzuschneiden, auch die CDU, CSU nicht. Und ich will das auch an den Vatikan sagen, der gesagt hat, die Abstimmung in Irland sei nicht nur eine Niederlage für die katholische Kirche gewesen, sondern eine Niederlage für die Menschheit. Wer mit solchen Endzeitmetaphern die politische Debatte befeuert, der trägt nicht dazu bei zum gesellschaftlichen Frieden in unserem Land. Wir wollen Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen, Respekt auch vor der Glaubensfreiheit von Menschen, die unterschiedliche Vorstellungen zur Sexualmoral, zur Ehe und Familie haben. Das garantiert eine freie Gesellschaft. Aber die Grundlage des Respektes ist, dass niemand seine Vorstellungen anderen aufoktroyieren darf. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, die CDU-CSU ist das eigentliche Problem in der Debatte. Aber es gibt noch ein Subproblem. Und das ist die Faulheit und Laschheit der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland.
Sie sind angetreten, 100% Gleichstellung nur mit uns. Und was ist herausgekommen? 100% Einknicken nur mit der SPD. Der Heiko Maas hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der setzt noch nicht mal den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD um. Da haben sie nämlich versprochen, alle Benachteiligungen der Lebenspartnerschaft wenigstens zu begleichen. Es gibt 150 unterschiedliche Regelungen in 54 Gesetzen. Und jetzt greift der Maas gerade mal 28 davon auf. Aber es ist schon richtig, das Herumdoktern am Lebenspartnerschaftsgesetz muss jetzt vorbei sein. Wir wollen gleiche Rechte und ich bin sicher, wir werden das in den nächsten Jahren durchsetzen. Ich würde es mir aber wünschen, dass wir das dieses Jahr noch im Bundestag und Bundesrat beschließen. Vielleicht kann uns ja NRW da auch mit einem Gesetzentwurf im Bundesrat ein bisschen weiterhelfen. Die Ministerpräsidentin hat sich ja so nett geäußert. Danke, Volker. Nun die Frage an euch. Gibt es zu diesem V-Antrag eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann können wir direkt zur Abstimmung kommen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist gegen diesen Antrag? Ich sehe niemanden. Wer enthält sich? Eine Enthaltung sehe ich. Okay, damit ist dieser Antrag aber einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zum vorletzten V-Antrag. Fracking-Gesetz, Anschlag auf das Wasserrecht verhindern. Die LAG Energie ist Antragstellerin und Kerstin Dönnecke vom KV Aachen wird ihn jetzt vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, okay. Danke. Geht schon. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte gerne direkt mit der Tür ins Haus fallen, denn diese Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes, wie sie im Bundestag vorliegt, in der die Fracking-Technologie geregelt werden soll, ist in Wahrheit ein Einschlag auf Umwelt und Natur, aber auch auf die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Es soll eine Umkehr des Vorsorgeprinzips des Wasserrechts erreicht werden. Das bedeutet, statt für sauberes Trinkwasser zu sorgen, können die Wasserbehörden nur noch auf Verschmutzungsmeldungen reagieren. Welchen Zweck hat das Ganze? Ganz einfach, die Ermöglichung von Fracking schafft Gewinne für Konzerne, deren Firmenpolitik völlig an einer modernen Energiepolitik und Energiewirtschaft vorbeigeht, indem sie einfach an fossilen Energieträgern weiterhin festhalten. Dafür wird dann billigend in Kauf genommen, dass Trinkwasser durch das Fracking mit Fluiden unklarer Zusammensetzung, aber warum soll man die auch offenlegen, es gibt ja einen Patentschutz, vergiftet wird. Im 21. Jahrhundert ist es nicht nachvollziehbar, dass eine solche der Energiewende abträgliche Technologie erlaubt werden soll. Es ist im 21. Jahrhundert nicht nachvollziehbar, dass ein aus der Not der Nachkriegszeit geborenes Bergrecht unser Wasserrecht und auch das Chemikalienrecht bricht. Während jeder Chemiker im Labor, und ich weiß da sehr genau, wovon ich rede, den Nachweis erbringen muss, dass eine gefährliche, umweltgefährdende Substanz nicht durch eine ungefährliche ersetzt werden kann, sollen Frackfluide mit unklarer Zusammensetzung zur Gasförderung bei Hunderten von Bar Druck in unsere Böden verpresst werden. Fracking soll in dieser Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes gleichgesetzt werden mit Dingen wie Bootfahren, Viehtränken oder einfach Baden. Aber Fracking, das ist weder Bootfahren, noch ist es Viehtränken, noch ist es irgendwie Baden, nein, Fracking ist eine Hochrisikotechnologie. Wir alle kennen die Filme aus den USA. Wir alle haben eine gute Vorstellung, was dabei passieren kann. Und mit diesem Wissen muss man feststellen, dass keine Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes alle Male besser wäre als diese nun im Bundestag vorliegende Novelle. Applaus
Und genau aus diesem Grund fordert die LAG Energie auf dieser LDK, liebe Freundinnen und Freunde, dass sich die LDK erneut deutlich gegen die Fracking-Technologie ausspricht und die Bundestagsfraktion aller Abgeordneten, aller Fraktionen aufruft, sich entschieden gegen das Fracking-Gesetz, so wie es jetzt eingebracht worden ist, auszusprechen. Weiterhin fordert die LAG Energie, dass diese LDK die grüne Landtagsfraktion NRW, die grüne Bundestagsfraktion und die Landesregierung NRW insgesamt auffordert, diese Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes im Falle einer Verabschiedung juristisch zu prüfen und wenn ernsthafte Zweifel bestehen, dass es sich um ein recht- oder verfassungsmäßiges Gesetz handelt, entsprechende juristische Schritte auch einzuleiten. Außerdem fordert die LAG Energie, dass diese LDK den Landesvorstand auffordert, die Initiative zur Unterstützung regionaler Aktionen, ich denke hier zum Beispiel an den KV Borken, aber auch überregionaler Demonstrationen gegen dieses Fracking-Gesetz ergreift. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Kerstin. Auch jetzt die Frage wieder an euch. Gibt es zu diesem Antrag eine Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann können wir, weil es auch hier keine Änderungsanträge gibt, direkt zur Abstimmung kommen. Und ich bitte euch um Kartenzeichen, wenn ihr diesem Antrag zustimmen könnt. Herzlichen Dank. Wer kann dem Antrag nicht zustimmen? Und Enthaltungen? Sehe ich auch keine. Herzlichen Dank, damit ist der Antrag einstimmig verabschiedet. So, dann kommen wir zum allerletzten Antrag unter Verschiedenes. Klares Nein zur Vorratsdatenspeicherung, eingebracht vom LAFO. Und Malte Spitz wird jetzt hier diesen Antrag ebenfalls in 3 Minuten vorstellen. Jetzt, bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 100 Wochen ist es jetzt her, dass ich Edward Snowden der Öffentlichkeit stellte. 100 Wochen, in der keine einzige Woche verging, ohne zusätzliche Enthüllungen. Enthüllungen darüber, über das Zusammenspiel von Unternehmen und staatlichen Geheimdiensten auf Beutezügen nach unseren Daten. Und in diesen 100 Wochen wurde aus der NSA-Affäre eine BND-Affäre und diese ist bei weitem noch nicht vorbei. Und es sind auch 100 Wochen, in denen Angela Merkel dementierte, lamentierte und auch vertuschte. In den ersten 10 Wochen davon, es war der Wahlkampf Sommer 2013, stand die SPD noch an unserer Seite, forderte zusammen mit uns schonungslose Aufklärung, Ende der Massenüberwachung, einen kompletten Neuanfang bei den Nachrichtendiensten. Aber seit ungefähr 90 Wochen will auch die SPD von all dem überhaupt nichts mehr wissen. Sie sind als Tiger der Aufklärung quasi hochgesprungen und sind als Bettvorleger Angela Merkels auf den Boden niedergegangen. Aus 100 Wochen... Aus 100 Wochen Überwachungsskandal haben weder CDU, CSU als auch die SPD irgendetwas gelernt. Es gibt keine Veränderungen bisher. Und stattdessen werden die Rechte des Deutschen Bundestages nach Strich und Faden verarscht. Und um das jetzt noch alles noch mal extra zu toppen, schlägt die Große Koalition vergangene Woche Mittwoch per Gesetzentwurf vorgelegt, die Wiedereinführung von der Vorratsdatenspeicherung vor.
Und so man, und sag mal, tut damit, als sei überhaupt nichts gewesen. Die Datensicherheit wird ignoriert, eine Überwachungsgesamtrechnung überhaupt nicht durchgeführt. Die Urteile aus Karlsruhe und aus Straßburg werden überhaupt nicht wahrgenommen, sondern man will jetzt ja seine Speicherpflicht, wie die Vorratsdatenspeicherung jetzt zukünftig heißen soll, einfach einführen. Und diese Vorratsdatenspeicherung heißt, 4 Wochen anlasslos speichern, wo wir uns gerade aufhalten, wenn wir zum Beispiel unser Smartphone in der Hosentasche haben. 10 Wochen speichern anlasslos bei jedem einzelnen Kommunikationsvorgang, ganz egal, ob Handy, Telefon oder Internet damit irgendwie zusammenhängt. Und der besondere Schutz von Journalisten, Anwälten, Seelsorgen, all diesen besonderen Schutz, den sie die letzten 50, 100 Jahren aufgebaut haben für sich, der in der Verfassung verankert ist, den trägt diese große Koalition mit ihrem Vorschlag zu Grabe. Und genau diesem Irrsinn setzen wir Grüne uns klar entgegen und wir Grüne leisten dort Widerstand in Brüssel, in Berlin und in Düsseldorf. Denn wenn es um den Schutz unserer Bürgerrechte geht, ist auf die SPD leider überhaupt kein Verlass. Weder in Berlin noch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Denn hier und dort kommt es auf uns Grüne an, wenn es darum geht, für Stärkung der Bürgerrechte und für Aufklärung einzutreten. Liebe Freundinnen und Freunde, komme zum Schluss. Darum lasst uns jetzt gleich ein ganz klares Signal setzen und diesen Antrag annehmen, hoffentlich, dass es mit uns Grüne hier in Nordrhein-Westfalen keine zusätzlichen Landesgesetze geben wird, um auf diese Vorratsdatenspeicherung zuzugreifen. Lasst uns damit hier in Nordrhein-Westfalen allen Menschen zeigen, dass wir Grüne die Partei sind, die die Freiheit schützt vor Eingriffen aus Staat und Wirtschaft, die den Datenkraken auch den Kampf ansagt und die das Grundgesetz hochhält, ohne es hinterrücks auszuhöhlen. Liebe Freunde und Freunde, lasst uns diesen Widerstand im Parlament gegen die Vorratsdatenspeicherung leisten, aber auch außerhalb davon auf den verschiedenen Demonstrationen oder auch überklagen und lasst uns dort mit den Kräften in den anderen Parteien und in der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um klar und deutlich zu sagen, diese Vorratsdatenspeicherung wollen wir nicht, sie ist gefährlich und sie ist ein Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Malte. Und jetzt noch mal ein letztes Mal die Frage, gibt es zu diesem Antrag eine Gegenrede? Ich sehe keine. Und bitte euch dann jetzt um die Abstimmung, wenn ihr diesem Antrag zustimmen wollt, einmal die Karte hoch. Dankeschön. Und wer dem Antrag nicht zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich sehe keine Gegenstimme. Wer enthält sich? Auch das sehe ich nicht. Damit ist auch dieser Antrag einstimmig verabschiedet. Herzlichen Dank. Und ich weiß, ihr wisst, das ist der letzte Antrag gewesen, aber bleibt noch ein ganz paar Minuten sitzen, weil ganz zum Schluss müssen ja natürlich noch 2, 3 Sachen gesagt werden. Zunächst einmal die Bitte, dass ihr bitte euren Müll mit nach unten nehmt, nach draußen nehmt. Da steht ein Mülleimer. Altpapier könnt ihr aber auf den Tischen liegen lassen. Ja, das wäre die organisatorische Bitte. Dann möchte ich im Namen des Präsidiums mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und der ganz letzte Dank und die Verabschiedung, die gehört natürlich Marianne. Bitte. Ja. Der Dank geht zurück. Bitte jetzt wieder Klatschvorbereitungen einleiten. Der Dank ans Präsidium für wirklich großartige Arbeit. Danke Max, danke Wiebke, danke Carsten, danke Eike, danke André, danke Britta, danke Annegret, danke Gertrud, die heute nicht mehr dabei sein konnte. Vielen Dank. Wir haben natürlich für euch auch eine kleine regionale Spezialität mitgebracht. Ihr kriegt jetzt gleich alle solche Päckchen mit Leinen, das ist ja hier die Leinenstadt, und ein paar regionalen Spezialitäten. Ich gebe das jetzt erstmal Wiebke, die stellvertretend für alle die anderen Päckchen kommen gleich. Vielen, vielen Dank. Danke auch an die Gebärdendolmetscher und Dolmetscherinnen.
Danke an alle, die beim Auszählen mitgeholfen haben, unter anderem eine Freundin von den belgischen Grünen, die hier die LDK sich mal angeguckt haben und spontan mit ausgezählt haben. Auch an die nochmal ein Dankeschön. Danke an die Kinderbetreuung, an die Technik, aber super dickes Danke bitte an das Team von der Landesgeschäftsstelle, die wieder mal Großartiges geleistet haben. Danke an euch, weil ich finde, ihr habt es steht mir nicht zu, euch irgendwie zu bewerten, aber ihr habt sehr konzentriert und sehr engagiert diese zwei Tage durchgehalten, sage ich jetzt mal. Wir haben wichtige und gute Beschlüsse gefasst, glaube ich. Wir können jetzt das Grün ins Land tragen. Die Wände sind schon abgeerntet, aber ihr könnt hier vorne euch auch am Gemüse, an den Erdbeeren, an den Salatpflanzen beteiligen. Ihr könnt das ernten. Wir haben allerdings ein kleines Problem. Wir haben keine passenden Behälter. Ihr könnt vielleicht eure Taschen, die wir ausgeteilt haben, nehmen oder wer irgendwas dabei hat, eine Tüte, bitte gerne zum Einsatz bringen. Kommt gut nach Hause, habt noch einen guten Restsonntag und wir sehen uns ganz bald wieder und wir grünen das Land weiter. Dankeschön. Okay.